Dienstagabend. Toll, dass Sie wieder mit dabei sind nach einer kurzen Fußballpause, die wir hatten, und gleich mit einem innenpolitischen Thema. Wenn ein Hotelzimmer 200 Euro die Nacht kostet, warum sollte es dann nicht möglich sein, einem Zimmermädchen 8,50 Euro zu zahlen? Aber warum sollte der Hotelmanager das Zimmermädchen nicht entlassen und seine verbliebenen Kollegen für 8,50 Euro die Stunde ein bisschen schneller rennen lassen? Er kann die Mehrkosten natürlich auch dem Gast aufbrummen. Wer 200 Euro zahlt, zahlt vielleicht auch 250. Aber kann man so in allen Branchen kalkulieren? Einige Geschäftsmodelle werden mit einem Mindestlohn kaum mehr funktionieren. Arbeitsplätze werden verloren gehen, sagen die Unternehmer. Um die sei es gar nicht schade, sagen die Gewerkschaften. Sie werfen der Regierung vor, den Mindestlohn mit vielen Ausnahmen durchlöchert zu haben wie einen Schweizer Käse. So ärgern sich die einen über die Löcher, die anderen ärgern sich über den ganzen Käse. Und wir reden deshalb heute mit diesen Gästen. Lilly Sandberg hat einen Friseursalon in Berlin und sagt, fairer Lohn zahlt sich aus. Unser Handwerk wird jetzt endlich wieder aufgewertet. Timo Lenk. Der Gastwirt aus Rostock sieht das ganz anders. Der Mindestlohn bedeutet für mich mehr Personalkosten und 15% höhere Preise. Ich weiß nicht, ob ich geschäftlich überleben werde. Michael Fuchs, der CDU-Wirtschaftspolitiker, sagt, dieser Mindestlohn ist für viele Betriebe eine große Belastung. Es ist gut, dass wir Übergangsregelungen und Ausnahmen im Gesetz durchgesetzt haben. Rainer Hoffmann, der neue DGB-Vorsitzende, fordert, das Gesetz muss für alle gelten. Wir kämpfen dafür, dass es keine Ausnahmen gibt. Ingo Kramer, der Arbeitgeberpräsident, kritisiert, der Mindestlohn für alle Branchen und Regionen ist falsch. Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist gefährdet. Und Thomas Oppermann, der SPD-Fraktionschef, findet, dieses Gesetz ist ein historischer Durchbruch. Für viele ist der Mindestlohn die größte Gehaltserhöhung ihres Lebens. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Ja, liebe Zuschauer, spätestens 2017 soll es 8,15 Euro pro Stunde für alle geben. Über die Ausnahmen werden wir gleich noch reden. Die Politik beschließt es, die Unternehmer müssen es erst einmal bezahlen. Ob und wie das bei Ihnen geht, darüber reden wir jetzt mit Timo Lenk und Lilly Sandberg. Frau Sandberg, Sie haben hier in Berlin einen Friseursalon mit 5 Angestellten. Was kostet bei Ihnen so ein Haarschnitt und was zahlen Sie Ihren Mitarbeitern? Herren 28, Damen zwischen 33 und 41. Farbe zwischen 35 und 78, also da gibt es ja völlig verschiedene Sachen. Ja. Und Sie zahlen Ihren Kollegen? 57 plus Provisionen, 2 davon, also 2 Vollzeitkräfte, die sich jetzt lange bewährt haben und wo ich sehr viel drauf setze, weil ich von denen total abhängig bin. Und 2 neuere, die noch nicht ganz, muss ich noch aufpassen, ist noch bei 6,50 plus Provision. Ja, und noch kann man natürlich in dieser Stadt sich für 7 Euro die Haare schneiden lassen. Wie setzen Sie sich eigentlich gegen diese Billigkonkurrenz durch? Durch Qualität, Charme, Witz. Ich achte darauf, dass die Leute gut ausgebildet sind, dass die gut aussehen tatsächlich auch. Also weil es geht ja um Stil und es ist ja die Modebranche eben auch irgendwie. Dass sie sich vernünftig ausdrücken können. Also es gibt nicht so viele Leute mehr in der Branche, die noch so adäquat so ein Auftreten haben und so eine Ausbildung haben und das noch liefern können. Einfach ein deutlich bessere Qualität, wo man einfach mehr Lust drauf hat und das durchaus zahlen kann. Mhm. Und, was glauben Sie, was passiert mit diesen Billiganbietern, wenn jetzt der Mindestlohn kommt? Entweder die müssen aufstocken, also teurer werden, oder eben klappt nicht mehr. Und wo werden die Kollegen dann von diesen Firmen ihren nächsten Job finden, meinen Sie? Ich hoffe, bei mir tatsächlich, weil ich hoffe, dass ich da dann unter den Leuten, die oft schlecht ausgebildet und vor sich hin dümpelnd da irgendwie lohnsklavenmäßig mies gelaunt Jahre verbracht haben und nicht besonders gut sind, gibt es auch noch welche, die wirklich gut sind und die vielleicht gar nicht auf die Idee kamen oder die da irgendwie in ihrem Trott waren. Und die werde ich mir dann rausfischen und weil ich ja schon so ein Level habe, was ich halten kann sozusagen, werde ich einfach nur davon profitieren. Mhm. Aber nicht nur ich, sondern natürlich auch die Angestellten. Und also hoffen Sie, dass sich mit diesem Mindestlohn für Sie tatsächlich eher Positives ergibt? Anders sieht es der Mann neben Ihnen, Timo Lenk. Sie sind Gastwirt aus dem schönen Rostock. Nettes Restaurant an der Promenade. 16 Angestellte insgesamt. Wie bezahlen Sie die und was fürchten Sie, dass mit dem Mindestlohn passiert? Also ich bezahle ja auch schon 7 Euro, 7,50 Euro. Dazu kommen noch Zuschläge
für Feiertagszuschlag, ja. Was ja auch nicht unerheblich ist, damit es aber auch attraktiv ist für die Gastronomie überhaupt. Und es gibt natürlich auch noch freies Essen. Und allen um allen ist es, denke ich mal, auch schon mehr als 8,50 Euro. Mhm. Um wie viel wird die Scholle jetzt bei Ihnen teurer werden? Es wird sicherlich so an die 20% werden. 20% Preisaufschlag. Mhm. Das hat aber alleine ja auch nichts nur mit dem Mindestlohn zu tun, sondern auch mit den ganzen drumherum, weil es gibt ja auch viele Lieferanten und Firmen, die ja auch schon die Preiserhöhung angedroht haben. Mein Bäcker, der ja frisch liefert, wird ja auch sein Brot erhöhen müssen. Mhm. Die Wäscherei hat die Preise angezogen. Und Entsorgung kostet mehr mittendrin, 5%. Und das sind ja noch mal 15-20%, die ich auch noch zu tragen habe. Ja. Und dann kommt der Mindestlohn dazu. Wobei ich ja eher die Angst habe, wenn schon der Ungelernte dann 8,50 Euro bekommt, wird mein Facharbeiter sagen, dann würde ich schon gern 10 haben wollen. Plus die Zuschläge. Dann wird aber auch die Mitarbeiterin, die schon 10 Jahre im Unternehmen ist, sagen, dann würde ich gern 13 haben wollen. Und dann sagt der Koch in der Küche, wenn sie 13 hat und ich habe kein Trinkgeld, dann nehme ich 15. Und dann wird auch der Küchenleiter irgendwann zu mir kommen und wird sagen, der Abstand muss gewahrt sein, ich möchte natürlich dann auch gern 20. Das heißt, mit welchen Lohnkosten kalkulieren Sie grob? Ich denke mal, dass ich an die 4.000 Euro netto drauflegen muss, weil ja auch die Lohnnebenkosten mit dazukommen. Und das ist natürlich, um netto einzuspielen, schon eine Menge, die ich am Umsatz mehr machen müsste. Aber ich befürchte eher, dass ein kleiner Rückgang kommen wird aufgrund der Preiserhöhung. Mhm. Und müssen Sie Menschen entlassen? Menschen? Mhm. Ich denke mal, eigentlich müsste ich, um die 4.000 Euro zu kompensieren, müsste ich eigentlich 2 Mann entlassen. Und den Rest müsste ich irgendwie kompensieren, wie auch immer. Glauben Sie trotzdem, dass Sie eine Zukunft haben? Klar, Sie sind ein optimistischer Mensch. Denke ich mal, das sieht man. Ja. Wir werden kämpfen. Aber es wird halt nicht einfacher. Und Gastronomie war schon immer nicht einfach. Also es ist natürlich, vor 10 Jahren hat es noch richtig Spaß gemacht. Es wird halt langsam, naja, wenn am Ende für mich noch 8,50 übrig bleiben würde, wäre es natürlich super. Sagt Herr Lenk und Frau Sandberg, wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Und bitte kommen Sie mit in die Runde. Und damit gehen wir schon in Medias Res. Herr Oppermann. Ein klares Bild. Also, Frau Sandberg schafft das mit dem Mindestlohn in der Zukunft offensichtlich ganz gut. Bei Herrn Lenk sieht es ein bisschen schwieriger aus. Sagen Sie einfach Pech gehabt und auch Pech gehabt für die gegebenenfalls 2 Mitarbeiter, die dann nicht mehr in dieser Firma sind? Ja, ich hoffe, dass es beide schaffen. Der Mindestlohn, den wir in dieser Woche im Bundestag, also heute verabschiedet haben, das ist ja schon eine Grundsatzentscheidung, eigentlich eine historische Zäsur in der Entwicklung unserer sozialen Marktwirtschaft. Denn da gibt es ja die Grundregel oder das ungeschriebene Versprechen, dass alle, die sich anstrengen, auch wenn sie den ganzen Tag arbeiten, genug verdienen können, um davon leben zu können. Und wenn Leute 5, 6 oder 7 Euro verdienen, ganztags arbeiten, dann müssen Sie am Ende des Monats zum Sozialamt. Mhm. Und wenn das so ist, dann stimmt was nicht in unserer Wirtschaftsordnung. Und deshalb haben wir heute sozusagen diesen Konstruktionsfehler beseitigt. Es gibt jetzt eine Grenze, unter die niemand mehr gedrückt werden kann. Von da an geht der Blick der Arbeitnehmer nur noch nach oben. Ob man auch von diesem Mindestlohn leben können wird, werden wir auf jeden Fall heute noch diskutieren. Der neue DGB-Vorsitzende, Herr Hoffmann, ist bei uns. Herr Hoffmann, ich habe das eingangs in der Anmoderation gesagt, wer bisher 3 Kellnerinnen pro Schicht hatte, warum soll der sich nicht von einer trennen und von den anderen beiden wünschen, dass sie ein bisschen schneller laufen? Also ich glaube, dass wir mit dem Mindestlohn nicht die Gefahr ausgesetzt sind, dass wir Arbeitslosigkeit produzieren. Deshalb glaube ich auch nicht, dass unbedingt entlassen werden muss. Erstmal, glaube ich, müssen wir feststellen. Sie glauben das? Na, ist ja schön. Ich kann das auch begründen. Das ist erstmal ein guter Tag für 5 Millionen Menschen, die in diesem Land, und Herr Oppermann hat es gesagt, unter 8,50 Euro arbeiten. Und das verträgt sich nicht mit einer sozialen Marktwirtschaft. Deshalb glaube ich, ist es schon wichtig, dass Arbeit seinen Wert hat, dass die Menschen von ihrer Arbeit dann auch halbwegs vernünftig leben müssen und dass wir damit natürlich auch einen Beitrag leisten, dass wir gerade in dem personenbezogenen Dienstleistungsbereich, in der Gastronomie, im Friseurhandwerk, dass wir gleiche Wettbewerbsbedingungen haben, dass eben die Konkurrenz
nicht zu Lasten der Arbeitnehmer ausgetragen werden muss und dass sie dann auch in der Lage sind, vernünftige, gute Löhne zu zahlen, mindestens allerdings 8,50 Euro. Okay, gleich neben Ihnen sitzt der neue Arbeitgeberpräsident. Sie sind von vor einem halben Jahr in dieses Amt gewählt worden, ja. Herr Kramer. Auch gleich die Eingangsfrage an Sie. 8,50 Euro für ein Zimmermädchen, wenn das Hotel in der Übernachtung 200 Euro kostet, ist das nicht eigentlich irgendwie total fair? Wo soll da das Problem liegen? Das Problem liegt darin, dass die Kosten eines Hotels nicht nur am Zimmermädchen hängen, sondern an dem Gesamtobjekt. Also die Frage wird am Ende immer sein, sind die Kunden bereit, die höheren Preise zu bezahlen? Das ist bei Ihnen so und das ist bei Ihnen so. Sie haben scheinbar ein Modell gefunden, wo Sie das gut hinkriegen. Das ist unternehmerisch super, kann ich nur sagen, hoffentlich klappt es. Drücke Ihnen die Daumen. Klappt auf jeden Fall. Ja, Herr Lenk hat da noch schwierig. Herr Lenk hat da Sorgen in Rostock. Das Problem wird einfach sein, kriegen wir für alle, die diese höheren Löhne bekommen, was ja jedem wünschenswert ist, kriegen wir für alle auch hinterher am Markt bei den Kunden, die ins Restaurant kommen, zum Friseur kommen, wo auch immer hin, die Preise, die man dafür erzielen muss. Und das ist sozusagen der Punkt, wo es offen ist und wo keiner uns eine Garantie geben kann. Herr Fuchs, Sie sind Unternehmer, nicht nur, sondern auch ein wichtiger Politiker, auch innerhalb des Wirtschaftsflügels der Union, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union. Ist es für Sie eigentlich ein Gewissensproblem zu sehen und zu hören, dass jemand wie Herr Lenk nicht nur in der Gefahr steht, seine Preise erhöhen zu müssen, sondern auch in der Gefahr steht, Menschen entlassen zu müssen? Und wenn er es nicht schafft, auch pleite zu gehen? Das war ja einer der großen Diskussionspunkte, die wir mit den Kollegen von der SPD während der Verhandlungen jetzt hatten, dass wir gesagt haben, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller ist, dass wir zumindest eine Differenzierung Ost-West machen. Es ist natürlich klar, dass Herr Lenk in Rostock unter Umständen ganz andere Löhne zu zahlen hat als wir beispielsweise im Westen. Ich komme aus Koblenz, ich habe mal so im Tarifarchiv der BDA geforscht, Herr Kramer, da ist kein einziger Tarif in Rheinland-Pfalz mehr unter 8,50. Also insofern ist das bei uns wahrscheinlich ein wesentlich geringeres Problem als im Osten, wo die Löhne halt einfach deutlich niedriger sind und die Konkurrenz direkt daneben. Wie weit ist es nach Polen von Ihnen? Nicht weit. Ja, gar nicht also weit. Mit Sicherheit nicht weit, durchaus. Aber die Frage ist natürlich, das ist halt ein größeres Problem. Ist natürlich trotzdem die Frage, wie helfen Sie ihm und überzeugt es Sie, Herr Lenk, zu sagen, ja, ist jetzt halt so. Na, wir haben ja klar gesagt, und da ist ja Kollege Oppermann mit mir auch einig, dass wir das Ganze evaluieren. Wir wollen ja auch das. Schönes deutsches Wort bedeutet, wir werden die Folgen betrachten und zwar hoffentlich schon in 2 Jahren. Und wir erwarten natürlich auch von BDA und DGB, von Ihnen beiden, dass Sie bei der weiteren Festlegungen der Mindestlöhne genau das Problem mit beobachten. Es kann nicht sein, dass wir im Osten Arbeitsplätze vernichten. Das ist nicht unser Ziel und darf es auch nicht sein. Die Gefahr ist groß, Herr Hoffmann. 10 Milliarden, so kalkuliert die Ministerin, wird der Mindestlohn die Wirtschaft insgesamt kosten. Ist das ein Betrag, mit dem Sie auch rechnen? Es ist schwer zu kalkulieren, aber es sind ja nicht nur Kosten, sondern damit wird sozusagen Einkommen generiert, damit können die Menschen konsumieren. Das hilft beispielsweise der Gastronomie oder aber auch dem Friseurhandwerk. Deshalb leisten wir mit einer Anhebung der untersten Lohnstufe auch einen Beitrag für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in Deutschland. Da haben wir eine Schwäche, gerade im europäischen Vergleich. Deshalb sage ich, das sind nicht nur Kosten für die Unternehmen, sondern es sind auch potenzielle Einnahmen, weil die Menschen dann auch mehr konsumieren können. Sind es aber zunächst irgendwie auch erst einmal Löhne, die boshafte Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern vorenthalten haben? Ich will gar nicht mal sagen, dass es boshafte Arbeitgeber sind. Das Problem ist leider in diesem Land, dass wir immer mehr Arbeitgeber haben, die erstens nicht in einem Arbeitgeberverband organisiert sind. Der Tarifvertrag erfasst in Deutschland nur noch 60% der Arbeitnehmer. Und wir haben leider, Herr Kramer kennt meine Kritik, auch die Praxis bei den Arbeitgeberverbänden, dass ich Mitglied werden kann, ohne dass ich an den Tarifvertrag gebunden wäre. Wenn wir das als Gewerkschaften machen würden, hätten wir überhaupt gar keine Mitglieder, weil das würde keinen Sinn machen. Wir brauchen starke Arbeitgeberverbände, damit wir gerade auch in dem Bereich, wo geringe Löhne gezahlt werden, eine Tarifbindung hinbekommen. Dann hätten wir auch das Problem mit dem Mindestlohn nicht oder zumindest nicht in dem Ausmaß, dass heute fast 5 Millionen Menschen davon betroffen sind. Die Ungerechtigkeit bisher, Herr Kramer, war, dass Menschen, die in diesem Niedriglohnsektor gearbeitet hatten, die sogenannten Aufstocker waren. Da haben wir alle, der Steuerzahler, bezahlt, dass sie ein wenigstens einigermaßenes Auskommen im Monat haben. Ist also nicht eigentlich auch in Ihren Augen dieser Mindestlohn eine ziemlich faire Sache?
Wenn der Mindestlohn von den Kunden hinterher getragen wird, dann kann das funktionieren. Aber das ist ja gerade das Buch mit 7 Siegeln, das wir alle nicht wissen. Mhm. Die Kunden zahlen am Ende den Preis. Und wenn den Kunden die Leistung bei Herrn Lenk genauso viel wert ist, wie bei Ihnen auch hinter diesen Aufschlag zu bezahlen, dann geht die Rechnung der Großen Koalition auf. Das Problem ist nur, dass nicht unberechtigte Sorgen bestehen, dass das eben nicht überall funktioniert, sondern wie bei Herrn Lenk die Sorge besteht, der ein oder andere, von dem wird er sich trennen müssen, damit er sein Lokal nicht schließen muss. Das ist das Problem. Und an der Stelle haben wir den Kern des Problems dieses Mindestlohns. Wir Arbeitgeber schließen ja jedes Jahr Verträge über Mindestlöhne ab. Wir haben etwa 15.000 Tarifverträge und jeder dieser 15.000 Tarifverträge, die wir mit der Gewerkschaft vereinbaren, hat einen Mindestlohn. Jeder. Wir haben jetzt aber einen von der Politik verordneten einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn, der nicht mehr das macht, was wir sonst machen, nämlich nach Branchen und Regionen differenzieren, so, unterscheiden, was ist zulässig, was kann der Markt in dieser Region vertragen und das dann sukzessive aufstocken, damit wir dahin kommen, wo die Mitarbeiter hin möchten und wo der Unternehmer, der Gastronom, es noch bezahlen kann. Der Bürger fragt sich ehrlich gesagt gar nicht das, sondern irgendwie beispielhaft will Ottmar Kurz gerne sagen, Mehrkosten von knapp 10 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft. Falsche Frage. Wieso die Wirtschaft? Der Kunde zahlt die Zeche. Die Mehrkosten werden natürlich abgewälzt. Also, und damit ist die Frage natürlich auch bei den Unternehmen und bei Kleinunternehmern wie Sie, Frau Sandberg, am Ende werden Sie auch Ihre Preise erhöhen? Nee, weil ich ja schon realistische Preise habe. Sie sind schon in der Preisklasse. Ja, das war schon von Anfang an eine gute Basis, die irgendwie klug war und die sofort aufgegangen ist und die Leute auch gespürt haben, weil es einfach ehrlich so ist. Es ist einfach ehrlich. Und Entschuldigung, aber es gibt natürlich auch deutlich teurere und die haben dann wieder Probleme. Aber gut. Und ist für Sie denn dieses Argument einleuchtend, dass wenn die Menschen mehr Geld in der Tasche haben, eben auch Menschen mit geringen Einkünften, dass die mehr konsumieren werden und also auch mehr Geld ausgeben werden? Hoffen Sie denn auf neue Kunden? Ja. Okay. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Lenk? Glauben Sie, dass es was ändern wird an Ihrer Kundschaft? Ich glaube, dass die sicherlich zum Friseur gehen, aber das werden sie sich nicht sparen. Aber sie werden natürlich in der Gastronomie schon sparen. Genießen. Die Mitarbeiter werden zwar mehr Geld haben, aber effektiv nicht mehr in der Tasche, weil alles teurer wird. Und sie werden auch nicht meine neuen Kunden. Es wird kein Gast zu mir kommt, der 8,50 Euro verdient und bei mir einkehren. Das glaube ich nicht. Sie glauben, dass der Cappuccino, wenn er bei Ihnen teurer wird, eben nicht mehr bei Ihnen gekauft wird, sondern die Leute den sich schön zu Hause anrühren? Das geht ja auch, ja. Ungefähr so. Herr Fuchs, Sie haben es schon gesagt. Wie groß ist eigentlich Ihre Sorge, dass Sie dem gesamten Osten einen echten Bärendienst erweisen mit dem, was da jetzt als Gesetz kommen wird? Sicherlich nicht der gesamte Osten. Wir haben ja auch im Osten beispielsweise Metalltarifverträge etc. Ich kenne Metallunternehmen im Osten, die weit über den 8,50 Euro liegen. Ja. Also wir wollen das jetzt bitte nicht so schwarz malen. Es wird aber bestimmte Bereiche geben und man muss natürlich einsehen, direkt an der polnischen Grenze, direkt an der tschechischen Grenze. In Polen ist der Mindestlohn, ich glaube, 2,30, in Tschechien ist er 2,75. Mhm. Da kann es zu Wettbewerbssituationen kommen, da kann es auch zu kritischen Situationen kommen. Kritische das Situation ist nett umschrieben. Die weil kritische Situation heißt, dass genau das passieren kann, was Herr Lenk ja eben selber gesagt hat, dass es zu Entlassungen kommen kann. Das müssen wir beobachten. Wir haben ja Gott sei Dank in Deutschland eine hervorragende Situation im Moment. Wir haben noch nie so eine niedrige Arbeitslosigkeit gehabt wie jetzt. Wir haben faktisch in vielen Bereichen Deutschlands keine Jugendarbeitslosigkeit. Da kann man einfach nur happy sein drüber. Das ist wirklich erfreulich und lassen Sie mal dieses auf uns insgesamt wirken. Aber wir wollen ja nun alles Mögliche tun, damit das nicht wieder sich in die andere Richtung entwickelt. Und genau das ist jetzt die Aufgabe, zu prüfen, ob das passieren könnte. Und trotzdem kann es natürlich geschehen, weil, Herr Oppermann, kleine Betriebe haben natürlich nicht die Chance, einfach das Land zu verlassen und sich nach diesen preiswerteren Löhnen zu orientieren. Der Vorwurf lautet, und der Vorwurf lautet auch an Sie, diese Große Koalition macht eine Politik für Großkonzerne und für Großbetriebe. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, man muss unterscheiden. Es gibt kleine Unternehmen, die haben objektive Schwierigkeiten. Muss man gucken, wie sie die bewältigen können. Und dann gibt es natürlich auch Geschäftsmodelle, die sind von vornherein darauf aufgebaut, dass die Arbeitnehmer nur 5,50 Euro verdienen. Und ich finde, solche Geschäftsmodelle, die haben in der Tat in Zukunft keine Berechtigung mehr, weil die Steuerzahler das aufstocken müssen und weil Frau Sandberg zum Beispiel darunter leidet,
wenn man die Haare für 5 Euro geschnitten bekommt, denn dann das haben Sie... Das ist die große Konkurrenz, ja. Das ist Ihre Konkurrenz. Klar, nicht die anderen... Jetzt, wenn auch diese Wettbewerber von Ihnen jetzt den Mindestlohn von 8,50 Euro zahlen müssen, haben Sie in der Tat die Chance, dass Sie dann sagen, okay, dann bin ich sowieso mehr zahlen muss, dann gehe ich lieber dahin, wo die Qualität besser ist. Und dann gibt es eben auch erstmal gegebenenfalls mehr Arbeitslose auf dem Markt? Gut, aber wenn jetzt wiederum andererseits durch die Erhöhung der Kaufkraft, das ist ja immerhin mindestens 10 Milliarden Euro, die an zusätzlicher Kaufkraft entsteht, die kommt ja auch wieder in den Markt und die schafft neue Arbeitsplätze. Bei Ihnen, Herr Lenk, hoffe ich natürlich, dass Sie so gut kochen können. Ich hoffe das von ganzem Herzen, dass die Gäste bereit sind, den Aufschlag zu bezahlen. Ich meine, wem das in Rostock zu teuer ist, der wird deshalb nicht zum Essen nach Polen fahren. Dazu ist es denn doch zu weit. Die direkte Konkurrenz haben Sie nicht. Der Kedere kommt von Polen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit in einer Feierscheune. Es gibt da so Gebäude überall, wo man dann so einfach die Kiste Bier mitbringt und selber feiern kann. Und das steht in keinem Verhältnis. Und das wird leider dann passieren, dass bei mir keiner mal feiern wird. Da ist das Argument nochmal aufgegriffen. Die Gewerkschaft sagt, Herr Hoffmann, dass Sie sich grundsätzlich gegen diese Dumpinglöhne wenden, auch um den Preis, dass das Arbeitsplätze kostet und dass das auch Arbeitsplätze kostet in einer Größenordnung, die sechsstellig ist? Also da sollen wir mal die Diskussion vom Kopf auf die Füße stellen. Wir haben in 21 Ländern der Europäischen Union den Mindestlohn. Und wir haben in allen Ländern die Erfahrung gemacht, dass der Mindestlohn keine Arbeitsplätze vernichtet. Deshalb sage ich, das Frankreich? Wird auch in Deutschland nicht der Fall sein. 9,53 Euro? Aber da haben wir doch keine Arbeitslosigkeit. Aber doch nicht aufgrund des Mindestlohns. Die verlieren die Industrie Arbeitsplätze. Das überhaupt nicht. Und es gibt wirklich nur genügend seriöse Studien, die dieses unter Beweis stellen. Wenn ich sage, wir müssen die Diskussion vom Kopf auf die Füße stellen, dann heißt das, wir brauchen auch eine Debatte über den Wert der Arbeit. Das heißt, dass die Menschen von ihrer Arbeit, von ihrer täglichen Arbeit auch am Ende des Tages halbwegs vernünftig leben können. Und man kann ja nun nicht behaupten, dass 8,50 Euro ein besonders gutes Auskommen sind, schon gar nicht, wenn man eine Familie davon ernähren muss. Das reicht gerade mal für eine Einzelperson. Mhm. Deshalb sage ich, wenn wir in dieser Republik wirklich der sozialen Marktwirtschaft einen neuen Stellenwert geben wollen, dann muss es auch bedeuten, dass Arbeit ihren Wert hat, dass Arbeit entsprechend bezahlt wird und dann entsteht auch die entsprechende Nachfrage, die Kaufkraft. Sie wissen es nicht, ich war im letzten Sommer in Rostock gewesen, ich war auch bei Ihnen gewesen und ich finde es beispielsweise klasse, Herr Lenk, dass Sie ja einer der wenigen Gastronomen sind, die überhaupt auch nach Tarifverträgen bezahlen. Weil das ist doch das Problem, dass viele einfach nicht nach Tarifvertrag bezahlen. Und da wundere ich mich eigentlich, weil Sie nach Tarifvertrag bezahlen. Sie hatten ja Mitte Mai ein Treffen gehabt, der DEHOGA, der Wirte in Rostock und haben die kritische Lage diskutiert. Ich hätte mir gewünscht, wenn Sie da engagiert rangegangen wären, hätten gesagt, wir warten nicht darauf, dass es eine generelle Ausnahme gibt für die Gastronomie, sondern wir nehmen das Angebot an, mit der Gewerkschaft NGG an den Verhandlungstisch sich zu setzen, dass wir einen Tarifvertrag abschließen, weil das ist das, was wir wollen. Wir wollen doch nicht den Mindestlohn und damit sozusagen behaupten, wir hätten die Probleme gelöst. Wir wollen, und das ist ja auch im Gesetzespaket drin enthalten, Gott sei Dank, wir brauchen eine Stärkung der Tarifvertragsparteien, der Arbeitgeber und der Gewerkschaften, damit wir Tarifverträge abschließen können, auch für die Branche, in der Sie gute Arbeit machen, das kann ich ja bestätigen. Ja. Und der Tarifvertrag regelt doch noch mal viel mehr als nur die unterste Lohnsumme. Sondern Urlaub da geht's und um andere Arbeitszeiten Dinge. Und viele andere Dinge Herr Lenk, ich übersetze mal. Eigentlich will er Ihnen sagen, Sie sind schuld. Genau, so habe ich es verstanden. Ja. Und er kommt mit einer ziemlichen Keule, nämlich mit der Würde von Arbeit. Genau. Ist das in Ihren Augen ein Argument, dass Arbeit auch eine Anerkenntnis für Leistung darstellen muss? Sicherlich, sicherlich. Aber 8,50 Euro bekommt auch der, der am Wochenende dann frei macht oder krank macht. 8,50 Euro bekommt jeder. Und das ist ja das... mein Problem, dass die, die wirklich Leistung vollbringen, auch gelernt haben, weit, weit mehr bekommen müssen. Und, und das ist natürlich in so einer Region wie MV oder Mecklenburg-Vorpommern schon schwieriger als in Bayern. Also dann gucken wir uns mal die Menschen an, die nun in Zukunft in den Genuss dieser 8,50 Euro kommen werden. 3,7 Millionen sind es insgesamt. Und natürlich ist es eine Binse, dass man in unterschiedlichen Branchen dieses Landes unterschiedlich entlohnt wird. Nur noch mal so zur ganz groben Orientierung ein paar Beispiele. Letzte ist natürlich mehr ein Goodie. Herr Fuchs, es gibt eine 90-prozentige Zustimmung der Deutschen zu diesem Mindestlohn. Hat diese Zustimmung auch etwas damit zu tun, dass die Schere zwischen oben und unten größer geworden ist? Glaube ich nicht. Die Schere zwischen oben und unten ist ja gerade in den letzten
letzten 2-3 Jahren etwas wieder geschlossen worden. Das hat sich ja verändert. Mhm. Das zeigt ja, dass wir eine gute wirtschaftliche Situation in Deutschland haben. Denn die Löhne sind in den letzten 2-3 Jahren erstmalig und Gott sei Dank wieder deutlich über der Inflationsrate gestiegen. Und deswegen hat sich die Situation verbessert. Um 2%. Deswegen kann man dieses auch nicht so betrachten. Sie glauben, dass das nicht der Grund ist, warum die Menschen in einem solchen... Nein, ich meine, das Argument von Herrn Kramer haben Sie ja gehört und Sie haben auch das Argument von Herrn Hoffmann gehört, dass man von seiner Arbeit leben muss. Das ist völlig in Ordnung, das sehe ich genauso. Mhm. Nur eins möchte ich ein bisschen zurückweisen bzw. richtigstellen. Es sind nur 55.000 Leute, die Vollzeit arbeiten und Single sind und zusätzlich noch irgendwelche sozialen Leistungen beziehen. Mhm. Von über 30 Millionen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Also das ist nicht wirklich eine gewaltige Summe. Es gibt jede Menge, die zusätzliche Leistungen, Sozialleistungen beziehen. Die arbeiten dann aber unter Umständen nicht Vollzeit oder sie haben viele Kinder oder was auch immer. Das kann man, glaube ich, nicht in einen Topf schmeißen. Wichtig ist die Zahl, dass nur 55.000 Leute, die Zahl ist von heute, ich habe das extra noch mal nachgefragt, in Vorbereitung auf Sie heute. Perfekt. Klar, das ist auch selbstverständlich. Vorbereitete Gäste haben wir besonders gern. Ja, natürlich. Und es sind 55.000 Leute, die aufstocken, obwohl sie Vollzeit arbeiten, wenn sie Single sind. Gut, dann haben wir auch diese Zahl noch nachgereicht. Die gleiche Frage geht an Herrn Kramer. Herr Kramer, haben Sie das Gefühl, dass diese Zustimmung in Deutschland was damit zu tun hat, dass die Schere zwischen Arm und Reich tatsächlich eine immer größere wird? Die Zustimmung zu diesem Punkt liegt daran, dass den Menschen der Eindruck vermittelt wird, ein jeder, der jetzt weniger als 8,50 Euro verdient, wird hinter 8,50 Euro oder mehr verdienen. Und wer soll da Nein sagen? Mhm. Ich sagte vorhin schon, wenn das so kommt, wäre es ja wunderbar. Die Befürchtung ist allerdings leider da, dass das nicht auf jeden zutreffen wird, dass der eine oder andere eben nicht mitgenommen wird. Das heißt, für diejenigen, die im System drin bleiben, für die ist es ein Vorteil. Aber was ist mit denjenigen, die dann nicht mehr im System drin sind? Und das ist eigentlich die Sorge, die mich umtreibt. Mhm. Sie haben ja eben gezeigt, dass in den meisten Branchen ganz andere, deutlich höhere Löhne gezahlt werden, die wir ja vereinbart haben und die wir alljährlich neu vereinbaren. Nicht, dass die sich hier zu sehr verbrüdern. Nein, nein, aber das ist unser Job. Also Verbrüderungsaktionen sind das nicht, wenn wir verhandeln. Das sieht in den Tarifrunden auch zum Teil ganz anders aus. Das ist nicht immer so freundlich. Das geht heftig zu. Aber was machen wir mit denjenigen, die nun mal eben diesen Sprung über die 8,50 Euro nicht schaffen, die dann hinterher nicht weiter beschäftigt werden? Es ist ja keinem damit gedient, wenn hinterher die Arbeitslosenzahl steigt. Und selbst wenn es eine Zahl ist, die nun nicht gleich in die Millionen geht, sondern 100.000, 200.000 sind, dann sind mir das 100.000, 200.000 zu viel. Und darum hätte ich es gerne gehabt, dass wir gemeinsam nicht von der Politik verordnet einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn bekommen, der eben wie so ein Rasenmäher über alles hinweg geht, sondern der sich nach Branchen und Regionen strukturiert und das genau abpasst, was unser normaler Job ist, den müssen wir tun. Das hat an dieser Stelle nicht geklappt. Die Politik hat sich vorgenommen, das besser zu können als die Tarifvertragsparteien. Ich glaube, einmal das war ein Fehler. Herr Kramer, Fehler machen wir nicht nochmal. Nochmal die Frage, warum eigentlich diese hohe Zustimmung? Woher stammt das Bedürfnis der Deutschen an der Situation von Menschen, die wenig verdienen in diesem Land, etwas zu verändern? Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass es interessanterweise nach oben offensichtlich keine sittenwidrigen Löhne gibt? Mal die Frage, wenn es unanständig niedrige Löhne gibt, gibt es dann auch unanständig hohe? Das letzte Unternehmen, was Sie gerade gezeigt haben, wird im Aufsichtsrat dominiert von Politikern, von Landesvertretern. Und die werden sich das gut überlegt haben, warum Herr Winterkorn dieses wert ist. Also das ist eine politische Entscheidung gewesen, weil Politiker im Aufsichtsrat sitzen. Mhm. Ich bin dort nicht im Aufsichtsrat, ich kann das nicht beurteilen, aber die werden sich das überlegt haben. Aber wahrscheinlich ist er auf seinem Weltmarkt dieses wert und deswegen haben ihm Politiker das zugestanden. Das sind aber einzelne Namen und wahrscheinlich sind sie schon am Ende, wenn sie zwei Hände nehmen müssen. Viel mehr fallen ihnen dann nicht ein. Der gesamte deutsche Mittelstand ist in völlig anderen Dimensionen. Da geht es wirklich darum, wie Herr, Sie haben das vorhin so schön gesagt, hoffentlich habe ich nachher noch die 8,50 Euro. Also der gesamte deutsche Mittelstand ist völlig bodenständig an dieser Stelle und da sind die Diskrepanzen nicht annähernd so groß, wie Sie das gerade dargestellt haben. Mhm. Es geht am Ende wirklich darum, kriegen wir es hin, dass alle, die heute unter 8,50 Euro sind, im System bleiben können? Kriegen wir es hin, dass die alle auch hinterher dieses Gehalt bekommen? Wenn wir das nicht hinkriegen, wenn es dazu nicht passt, weil die Kunden letztendlich diese Preise nicht akzeptieren, dann haben wir nachher einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Ich möchte das nicht. Und deswegen wäre es richtig gewesen, wenn wir das etwas differenzierter machen würden. Hätten die Tarifparteien gehabt, Frau Sandberg, jetzt sind wir bei denen, die nun zukünftig 8,50 Euro haben werden. Kann man von 8,50 Euro eigentlich eine Familie ernähren?
Also ohne Partner schwer, glaube ich. Richtig. Das sind 1.400 Euro brutto, Herr Oppermann. Und damit sind wir genau bei der Frage, die für die SPD ja ein zentraler Slogan war, nämlich man muss von seiner Arbeit auch leben können. Eigentlich trifft es nur für Singles zu, dass man von 1.400 Euro brutto leben kann. Ja, ein Mindestlohn von 8,50 Euro bei einer Vollzeitbeschäftigung kann eine alleinstehende Person ernähren. Es würde dann auch, glaube ich, keine weiteren Sozialhilfen, Sozialleistungen geben. Aber eine Familie kann man davon nicht ernähren. Dann müsste ein weiterer Partner arbeiten. Oder ein schönes Leben. Es geht ja auch nicht nur um Familie. Kann man Auto, Urlaub, so eine Sachen machen. Einfach. Autourlaub zusammen wird wahrscheinlich schon nicht gehen. Aber man hat erstmal sozusagen, man kann die Grundbedürfnisse auf jeden Fall mit dem eigenen Einkommen. Machen Sie also Politik für Singles? Nein, wenn es um eine Familie geht, dann gibt es oft ein zweites Einkommen. Dann gibt es Kindergeld. Dann gibt es den von Franz Müntefering eingeführten Kinderzuschlag, der verhindern soll, dass Familien in Hartz IV abrutschen, wenn sie nicht genug verdienen. Dann gibt es also verschiedene Möglichkeiten, mit denen wir Familien auch helfen können. Und da wollen wir ja auch noch einiges verändern beim Kindergeld und beim Kinderzuschlag, dass diejenigen sozusagen, die selber arbeiten, aber noch nicht ein ausreichendes Familieneinkommen generieren können, dass wir denen helfen, dass sie nicht in Hartz IV abrutschen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber man kann tatsächlich eine Familie von 8,50 Euro nicht ernähren. Deshalb setzen wir ja nicht allein auf den Mindestlohn. Wir wollen hohe Tariflöhne. Sie wollen hohe Tariflöhne. Hätten Sie in der Gastronomie, nur um das nochmal zu sagen, arbeiten insgesamt 34% aller Niedriglöhner. Hätten Sie ein schlechtes Gewissen, wenn Arbeitnehmer von Ihnen Hartz IV aufstocken müssen? Muss ja keiner bei mir. Muss keiner? Und dazu wollen Sie es auch nicht kommen lassen? Ist es ja auch nicht. Also es gibt sicherlich immer schwarze Schafe und es gibt auch was auch immer. Aber bei mir, aufgrund der ganzen Zuschläge, die ja steuerfrei sind, natürlich für mich besser und auch für den Arbeitnehmer, weil es netto ist. Ja. Aber er hat ja im Grunde sein Gehalt und kann seine Familie ernähren. Und das Trinkgeld kommt ja auch noch mit dazu. Also nun reden wir über 8,50 Euro, aber das haben Sie verfolgt, aufmerksame politische Zuschauer, die Sie sind. Es gibt eine erkleckliche Zahl von Ausnahmen, weshalb dieser Mindestlohn eben nicht schon ab 01.01.2015, sondern dann tatsächlich erst grundsätzlich für alle ab 2017 gelten wird. Frau Mann, hat die SPD die Wähler grob getäuscht? Nein. Das haben wir nicht, sondern wir haben in harten Verhandlungen mit Herrn Fuchs, das bestätige ich Ihnen jetzt auch, und mit der Union am Ende erreicht, dass es keine einzige Branche gibt, die vom Mindestlohn ausgenommen wird. Keine einzige. Es gibt Übergangsregelungen, die waren von vornherein vereinbart für die Jahre 2015 und 2016. Da können Arbeitgeber und Arbeitnehmer abweichende Tarife vereinbaren. Und in einem Fall, wo sie das nicht gemacht haben, bei den Zeitungsausträgern, da haben wir das jetzt einfach per Gesetz gemacht. Ja, für diese beiden Jahre, aber ab dem 1. Januar 2017 müssen auch die Zeitungsausträger mit 8,50 Euro bezahlt werden, ohne Wenn und Aber. Mit ungefähr dieser Antwort haben wir gerechnet. Der Ball geht in das Feld des Gewerkschafters. Wir wiederholen noch mal den Verdi-Vorsitzenden. Herr Birs gesagt, brutal amputiert. Und er sagt, grobe Wählertäuschung. Wie sauer sind Sie eigentlich? Sie sind seit 42 Jahren Mitglied der SPD, dass das am Ende dabei rausgekommen ist? Also ich sage ganz deutlich, und das sagt auch Herr Bisirski, das sagen wir als DGB-Gewerkschaften insgesamt. Erstens, der Mindestlohn ist ein historischer Erfolg für dieses Land und die Gewerkschaften haben 10 Jahre dafür gekämpft. Wir haben aber auch immer gesagt, der Mindestlohn muss kommen ohne Ausnahmen. Wir haben von Anfang an kritisiert, die Ausnahme von Langzeitarbeitslosen ist nicht zielführend. Wir haben über 1,1 Millionen Langzeitarbeitslose in diesem Lande. Das Problem ist doch nicht der Mindestlohn, sondern das Problem ist, dass die Menschen schon heute, ohne dass es einen Mindestlohn gibt, keine Erwerbstätigkeit mehr finden. Und wir müssen uns gemeinsam anstrengen mit den Unternehmen, dass Langzeitarbeitslosen eine Chance in den ersten Arbeitsmarkt gegeben wird. Das ist das Ziel, nicht sie vom Mindestlohn auszunehmen. Zweitens, bei den Jugendlichen unter 18 Jahren, da sagt man dann, die würden ansonsten keine Ausbildung machen. Da kann ich nur sagen, lassen Sie uns auch da die Diskussion vom Kopf auf die Füße stellen. 15% der Jugendlichen in diesem Land haben keinen Ausbildungsplatz.
das Problem ist nicht der Mindestlohn, sondern das Problem ist, dass nicht genügend Ausbildungsplätze angeboten werden. Trotzdem sind wir der Auffassung, aber selbstverständlich stimmt nicht. Das war vor 2 Jahren noch so. Das ist auch heute noch so. Es gibt Missmatch, das stimmt schon, aber Sie können nicht negieren, dass wir 15% von Jugendlichen haben. Sie kommen mal zu mir nach Koblenz, dann zeige ich Ihnen das. In Deutschland 15% haben keinen Ausbildungsplatz pro Jahrgang bekommen. Und das wird auch mit dem Mindestlohn nicht besser. Nicht behoben. Nicht behoben. Deshalb ist die Frage der Ausgrenzung von jungen Leuten überhaupt nicht zielführend, sondern wir sagen, der Mindestlohn kennt keine Ausnahme, weder für Langzeitarbeitslose noch für Jugendliche. Da waren wir immer in Dissens. Ja. Und dass es jetzt Ausnahmen gibt, hat doch ganz viel damit zu tun, dass insbesondere die Zeitungsverleger bis zur letzten Sekunde geglaubt haben, sie würden eine Ausnahme kriegen vom Mindestlohn generell. Und als sie dann gemerkt haben, die Politik streitet, und es ist in der Tat keine einfache Debatte gewesen, und jetzt wird eine Übergangsfrist gefunden für 2 Jahre, die finde ich nicht gut. Ich hätte es lieber ohne Übergangsfrist gehabt. Aber am Ende des Tages war es schon eine harte Auseinandersetzung, die wir gemeinsam geführt haben. Und der Mindestlohn wäre nicht gekommen, wenn wir als Gewerkschaften diese Auseinandersetzung, diese gesellschaftliche Debatte, Frau Ellner, Sie haben es selber gesagt, in der Bevölkerung eine hohe Zustimmung, der wäre nicht gekommen, wenn wir die Politik da nicht getrieben haben. Und wir haben am Ende des Tages, und da hat Herr Bzirske eine kritische Anmerkung gemacht, und das ist auch ganz legitim, dass jetzt Ausnahmen vorgenommen werden, übergangsweise, nicht auf Dauer, sondern auf 2 Jahre befristet, die uns als Gewerkschaft nicht gefallen. Kritische Anmerkung ist freundlich formuliert. Ob er so richtig enttäuscht ist, will er nicht sagen. Herr Kramer, gehen wir in die Inhalte. Warum soll ein 17-Jähriger nicht das bekommen, was ein 19-Jähriger kriegt? Es geht nicht um einen 17-Jährigen oder 19-Jährigen, abgesehen davon, dass man wahrscheinlich ein höheres Alter, Einstiegsalter richtiger gefunden hätte. Ja. Wir haben die Auszubildenden im Durchschnitt in Deutschland mit fast 20 Jahren fangen die an, die in die Ausbildung zu gehen, und bis dahin hätte ich es freigehalten. Mhm. Aber die Regierung hat sich jetzt auf 18 Jahre festgelegt, und man sollte nur die Regierung nicht an jeder Stelle auch noch dafür kritisieren, dass sie versucht, die Hemmschwellen runterzusetzen, dass man überhaupt in die 8,50 Euro hineinkommt. Das ist schwierig genug, in diesen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn reinzukommen. Und das Stichwort Langzeitarbeitslose, Herr Hoffmann hat das ja angesprochen, die sind ja gar nicht ausgenommen, sondern in den ersten 6 Monaten sind sie ausgenommen. In den ersten 6 Monaten sind sie ausgenommen, damit die Hemmschwelle so niedrig ist, dass sie hineinkommen. Und wenn sie dann drin sind im Geschäft, dann müssen sie die 8,50 Euro kriegen. Kommen wir gleich nochmal zu. Mich interessieren nochmal die 17- und 19-Jährigen. Herr Lenk, ist jetzt vorstellbar, dass Sie tatsächlich einen 17- und 18-Jährigen noch die Küche fegen lassen und ihn anschließend dann aber entlassen? Ich muss generell sagen, wir suchen Lehrlinge ohne Ende überall. Also ja, Gastronomie, genau so. Ich weiß nicht, wo Sie die Zahl her haben. Weil, und das ist nicht meine, Statistisches Bundesamt. Aber die kann nicht sein, die ist nicht real. Also, wir suchen Lehrlinge. Wir haben auf jeden Fall, die Lehrlinge werden kein Lehrling mehr, die werden die Lehrer nicht mehr absolvieren, weil 2 Hände, 2 Arme, sie können bedienen, sie können arbeiten, bekommen 1460 brutto. Ich denke, dass in Gastronomie das Niveau sehr weit nach unten geht. Auch wenn es MV davon eigentlich lebt, wird das Niveau nach unten gehen. Wenn man davon ausgeht, dass nächstes Jahr auch noch die Kennzeichnungspflicht für Allergien kommen wird, dann wird der Mitarbeiter nicht mehr wissen, was er überhaupt da tut und macht. Und ich bin dafür haftbar, dann sogar noch zu machen. Also ich finde es schade, dass es nicht 21 ist, weil ich denke mal, auch dort werden uns viele Leute wegbrechen, die den Beruf gar nicht mehr ausüben. Die nicht mehr ausüben. Frau Sandberg, ist es für Sie vorstellbar, dass Sie einen 17- oder 18-jährigen Jugendlichen die Haare wegfegen lassen von Ihren Kunden, um ihn dann nach dem 18. Lebensjahr nicht mehr zu beschäftigen? Nee, also, aber passt doch überhaupt nicht in unser Modell. Also wir machen einfach alles relativ unhierarchisch selber, jeder fegt und macht. Und selbst ich als Chefin fegt für die anderen mit und so. Und das ist das, was die gute Energie, wenn man so will, da auch ausmacht. Und ganz wichtig ist, um jetzt zu dem Geld und so zu kommen, wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, also ich habe den rede ja die ganze Zeit jetzt mit denen, wegen der Sendung und so. Und die merken, dass ich bereit bin, mehr zu zahlen und unbedingt will. Also voll dahinter stehe, ja. weil ich merke, wenn ich denen was gebe, geben sie es mir zurück. Und die Kunden spüren es auch. Und es ist wirklich tatsächlich deutlich zu spüren, dass mehr Schwung kommt, mehr Lust ist, wenn der Chef hinter einem steht. Und wenn er Lust hat, wenn er sich wirklich schlecht fühlt bei dem Gedanken, dass die nur 1200 Euro im Monat irgendwie haben. Und ich habe natürlich mehr. Und ich arbeite halb so viel nur. Und dafür habe ich eine Verantwortung, dass ich also als Chef mehr auszahle, ganz ehrlich. Und ich habe die Verantwortung, dass die immer mehr mit der Zeit verdienen werden. Und das ist der einzige Weg.
den es gibt. Also dass einfach Konkurrenz, Billigkonkurrenz wegfällt. Mhm. Ausrufezeichen. Und, Frau Fiedlers Frage, die uns via Facebook erreicht hat, geht in eine ähnliche Richtung. Die möchte gerne wissen, warum werden diejenigen, die sowieso wenig verdienen, vom Mindestlohn nun auch erstmal noch ausgeklammert? Das sind unter anderem natürlich die Jugendlichen, es sind auch die Zeitungsausträger, es sind die Erntehelfer, die Langzeitarbeitslosen, Herr Kramer, haben Sie schon angesprochen, die dürfen jetzt 6 Monate lang eben auch unter dem Mindestlohn bezahlt werden. Wie groß ist da in Ihren Augen die Gefahr, dass man dann nach einem halben Jahr einfach die Belegschaft austauscht? Also ich bin froh, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der eingearbeitet ist, den will ich doch nicht wieder austauschen. Also jeden, den wir haben, der seine Arbeit macht, der sich an die Arbeit gewöhnt hat, der geeignet ist, den wollen wir doch behalten im Unternehmen. Mhm. Wir laufen ja auf einen zunehmenden Fachkräftemangel raus. Sie schildern das bei Ihren Auszubildenden, die Sie nicht mehr kriegen. Also wir haben ja nicht das Bedürfnis, uns von Mitarbeitern zu trennen. Wir haben das Bedürfnis, Mitarbeiter zu kriegen. Da passt das Argument jetzt wirklich überhaupt nicht. Die Problematik bei Langzeitarbeitslosen ist, dass sie überwiegend ohne Berufsausbildung dastehen. Das ist der größte Teil der Langzeitarbeitslosen. Das heißt, wir müssen eine Lösung finden, die es Firmen möglich macht, diese Langzeitarbeitslosen in den Job hinein zu trainieren. Und ich denke, das werden Ihre Beweggründe gewesen sein, weswegen Sie gesagt haben, in den ersten 6 Monaten nehmen wir die aus. Das ist das einzig Vernünftige gewesen, denn wir wollen die doch rauskriegen aus der Langzeitarbeitslosigkeit und nicht darin verankern. Nicht mich, sondern wir fragen den Gewerkschaftsboss, der neben Ihnen sitzt, wie groß ist in Ihren Augen die Gefahr, Herr Hoffmann, dass die Arbeitgeber den Mindestlohn aushebeln werden und sich das eben mit den Langzeitarbeitslosen organisieren? Also es gibt sicherlich zahlreiche Unternehmen, die da ganz seriös mit umgehen. Ja. Und es gibt auch zahlreiche Unternehmen, die sich bemühen, Langzeitarbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren in ihren Unternehmen. Aber, und das ist das Problem, wir haben zahlreiche Unternehmen und nicht in zu geringer Anzahl, die daraus regelrechte Geschäftsmodelle machen. Wir haben das erlebt bei der Leiharbeit, da werden Missbrauchsmöglichkeiten... Oder sind ja Tarifverträge mittlerweile da. Genau, auch da, es hat nicht nur was mit den Tarifverträgen zu tun. Herr Fuchs, Sie wissen das, es gibt Unternehmen, die haben Leiharbeit gnadenlos ausgenutzt, indem Gesetzeslücken missbraucht wurden. Und wenn wir hier geben Sie mir zu, dass wir heute in der Leiharbeit überall Tarifverträge haben. Es geht mir um keine generelle Kritik, sondern ich sage, es gibt Unternehmen, die haben Geschäftsmodelle, die sind genau darauf aufgebaut. Und da sage ich, das Problem der Langzeitarbeitslosen ist doch nicht der Mindestlohn. Wir haben in Deutschland 1,1 Millionen, ich wiederhole die Zahl, das ist die höchste Rate von Langzeitarbeitslosen, die wir in Europa haben. Warum kommen denn heute Langzeitarbeitslose nicht in den ersten Arbeitsmarkt rein? Warum werden sie denn heute nicht reintegriert? Das ist doch unser Problem und nicht der Mindestlohn von 8,50 €. Die Frage geben wir gleich weiter an die SPD. Herr Oppermann, die SPD hat mit der Leiharbeit tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass im Nachhinein viele Missbrauchsfälle offenkundig wurden. Kann das mit den Langzeitarbeitslosen tatsächlich genauso sein? Genau, wir haben die Leiharbeit damals erleichtert, um Auftragsspitzen abfangen zu können. Und plötzlich hatten wir 850.000 Arbeitnehmer in der Leih- und Zeitarbeit, die wurden systematisch auch als Dauerbeschäftigte eingesetzt und verdienten aber 20, 30, 40% weniger. Das ist systematisch missbraucht worden und deshalb sehen wir das so, je höher Sie Anreize für Missbrauch schaffen, beispielsweise bei den Jugendlichen, das gibt es das Beispiel in den Niederlanden, da ist das Alter, von dem der Mindestlohn abgilt, bei 24. Die Folge ist, dass in den Discountläden 40% der Jugendlichen die Regale einräumen. Ja, also die werden sofort gesucht, wenn sie schnell und leistungsfähig sind, holt man sich diese jungen Leute. Und den das Anreiz, wollen Sie vermeiden. Das wollen jetzt nochmal bei den Dauerarbeitslosen? Bei den Dauerarbeitslosen. Warum nicht 8,50 € von Anfang wir, an? Da hätten wir durchaus uns auch 8,50 € vorstellen können. Das war ein Kompromiss mit der Union, den wir machen mussten. Aber man muss bei Dauerarbeitslosigkeit auch sehen, die Hälfte der 1,1 Millionen Langzeitarbeitslosen ist schon seit 4 Jahren arbeitslos. Und die haben mehrere Handicaps für die Vermittlung. Bei der anderen Hälfte, da kommen ungefähr 170.000 jedes Jahr in eine Beschäftigung. Übrigens nicht wenige von denen in eine tarifliche Beschäftigung oder in eine Beschäftigung mit einem tariflichen Mindestlohn. Ja. Und dann sind es sicherlich immer noch um die 100.000 oder 120.000, die dann vom Mindestlohn sozusagen geschützt würden. Aber jetzt erst nach 6 Monaten, wir hielten den Kompromiss
am Ende für vertretbar, weil wahrscheinlich... Wir wollen sie einarbeiten, wir wollen ja die Einarbeitungsphase haben. Es gibt eine Einarbeitungsphase, es werden Brücken gebaut. Daran sollte am Ende der Mindestlohn jedenfalls nicht scheitern. Das Stichwort, um das wir unbedingt noch reden müssen, und damit sind wir schon bei dem entsprechenden Punkt, sind natürlich die möglichen Kontrollen dessen, was da jetzt eingeführt wird, und die möglichen Tricksereien. Herr Lenk, Frau Sandberg, haben wir gehört, freut sich über den Mindestlohn, weil sie hofft, die Billigkonkurrenz loszuwerden. Ganz objektiv und positiv gefragt, könnten Sie sich nicht das Gleiche auch vorstellen, dass dieser Mindestlohn bei Ihnen dazu führen wird, dass der eine oder andere Anbieter einfach vom Markt verschwindet, wenn jetzt alle 8,50 Euro zahlen müssen? Sehr gerne, wenn die Kontrollen wirklich knallhart durchgeführt werden, auch vom ersten Tag an und vor allen Dingen auch dort, wo eben diese Schwarzgastronomie stattfindet, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ich möchte auch meinen Mitarbeitern gerne mehr bezahlen. Also, aber es muss ja irgendwo auch reinkommen. Und haben Sie Ihre Kollegen nebenan schon mal gefragt, ob die sich jetzt darauf einlassen werden oder riecht es da eher nach Tricks? Mal so den anderen Geschäftspartner. Der hat von Mindestlohn jetzt nichts gehört gehabt. Letzte Woche. Der hatte noch nichts gehört davon. Nee. Aha, okay. Versuchen wir es ein bisschen seriöser. Herr Oppermann, Unternehmer können sehr kreativ sein, wenn es eine gesetzliche Regelung gibt. Und Sie waren es immer. Warum soll sich das jetzt mit diesem Gesetz des Mindestlohns eigentlich ändern? Warum glauben Sie, dass es nur noch aufgeklärte und tolle Unternehmer gibt, wie wir sie hier am Tisch zu sitzen haben? Nein, es gibt immer schwarze Schafe, die werden jede Gelegenheit nutzen, die Regeln für sich persönlich vorteilhaft auszulegen. Ich habe das auch bei mir im Wahlkreis erlebt. Da gab es früher, wir hatten ja in der Bauwirtschaft schon sehr lange den Mindestlohn. Und dann kamen die Kontrolleure auf die Baustelle und dann wurden auch Zettel gezeigt, wo drauf stand, dass der Mindestlohn, ich weiß nicht, von 13 Euro auch gezahlt wird. Aber in Wirklichkeit arbeiten die jeden Tag 2 Überstunden umsonst und kommen deshalb natürlich auf einen Durchschnittslohn pro Tag von deutlich unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Und das ist natürlich eine Trickserei. Also das können wir nicht zulassen. Da würden wir ja wieder Wettbewerbsverzerrungen schaffen. Denn die, die sich an das Gesetz halten und die den vorgeschriebenen Lohn auch zahlen, die hätten dann Nachteile gegenüber denjenigen, die tricksen. Und deshalb haben wir jetzt auch beschlossen in der Koalition, wir wollen 1.600 neue Zollbeamte einstellen, Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Und die müssen wirklich systematisch auch gucken. Und es gibt auch eine Hotline, also Arbeitnehmer oder auch Arbeitgeber, die Hinweise darauf haben, dass da die Regeln nicht eingehalten werden. Die können sich über eine Hotline direkt mit dieser Beschwerde an die Behörden wenden und dann wird den Problem nachgegangen. So muss es sein. So denkt sich die Politik das. Wir können wieder in Praxi fragen. Herr Kramer, Überstunden nicht zu bezahlen, eine Putzkraft nach Quadratmetern zu bezahlen und eben nicht nach dem Stundenlohn mehr auf sogenannte Selbstständige zu setzen. Das alles ist im Bereich des Möglichen und wird vielerorts eben auch schon getan, um bisherige Tariflöhne zu unterlaufen. Warum soll das jetzt plötzlich aufhören? Und wer soll das Gegenteil kontrollieren? Also erstens sind es nur Einzelfälle. Okay. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht aus einzelnen Missbrauchfällen ganze Branchen zu reden. Also wieder, man darf ja weder die Gastronomie kaputt reden, weil Einzelfälle so sind, noch darf man Reinigungskräfte da zerreden, das geht nicht. Wer wird aber im Einzelfall prüfen, ob es gerade noch legal ist? Da haben wir doch gerade gehört, 1.600, wie viel hatten Sie? Neue Zollbeamte. Ja. Die sollen das zukünftig machen. Hat er gerade gesagt, die sollen das machen. Eben. Ich habe auch gut zugehört. Wir fragen mal, wie Ihr Kollege von der Gewerkschaft das sieht. Also welche Tricksereien befürchten Sie und wird es eine wirklich sinnstiftende Kontrolle dessen geben, was Arbeitgeber, Unternehmer, Kleinunternehmer, mittelständische Unternehmen jetzt durchsetzen sollen? Also es braucht eine sinnstiftende Kontrolle, weil wir leben ja in einem Rechtsstaat und nicht in einer Bananenrepublik. Das heißt, Gesetze, die gelten, müssen angewandt werden. Wir haben allerdings die Ausnahmen gemacht. Das sind Ausnahmen, aber leider für mich viel zu viele, Herr Kramer. Und wir wissen jetzt schon, 500 Beamte fehlen bei der Finanzkontrolle Schwarzmarkt. Es ist ein richtiger Weg, dass jetzt aufgestockt wird mit 1.600. Wir brauchen aber möglicherweise mehr, um eine wirksame Kontrolle durchzuführen, weil da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, dass das, was gesetzlich geregelt wird, von den Unternehmen in bestimmten Bereichen systematisch unterlaufen wird. Ich nenne nur mal ein Beispiel bei den Langzeitarbeitslosen. Wir leben im europäischen Binnenmarkt, wir haben die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Wenn wir Langzeitarbeitslose aus europäischen Nachbarländern bekommen, da wird schon mal direkt die Frage sich stellen, wie prüfen wir denn überhaupt, ob die langzeitarbeitslos sind, dann legen die irgendwas vor. Also das wirft riesige Probleme auf. Deshalb sage ich, wir brauchen eine wirksame Kontrolle. Wir hätten aber auch stärkere Sanktionen gebraucht, weil das würde die treffen,
nicht die sich korrekt und richtig verhalten, sondern die, die systematisch Missbrauch betreiben. Die Sanktionen, die vorgesehen sind, sind aus meiner Sicht nicht ausreichend. Und wir brauchen diese Hotline. Das kann ich nachdrücklich unterstützen, was Herr Oppermann gesagt hat, weil die Erfahrung, die wir in Großbritannien gemacht haben, ist, dass nicht nur Arbeitnehmer dort anrufen, sondern eben auch ihre Kollegen, die sich darüber beschweren, dass sie korrekt den Mindestlohn zahlen, tarifliche oder andere Bedingungen einhalten und der Wettbewerber nebenan nicht und nicht, okay, eine sogenannte Schmutzkonkurrenz sich auf dem Rücken der Beschäftigten. Gut, dann fragen wir gleich nochmal Herrn Kramer, dass sich Unternehmen jetzt also zukünftig gegenseitig anschwärzen sollen. Ist das die Prognose? Also ich kenne kein Gesellschaftsmodell, das auf Denunziantentum wirklich erfolgreich geworden ist. Mhm. Also halte ich für kritisch. Aber wozu sollte so eine Hotline dienen? Aber man muss sich ja beschweren können. Die Frage ist ja berechtigt, aber eine Anzeige kann man ja auch heute erstellen. Dazu brauche ich keine Hotline. Wir haben das auch für andere Dinge nicht. Wir müssen an eins denken, wir sind uns völlig einig, Missbrauch darf nicht sein, wir sind ein Rechtsstaat, all diese Sätze brauchen wir uns ja nicht gegenseitig vorzuhalten, sind wir einer Ansicht. Mit der dazu zu einzurichtenden Bürokratie, um das Ganze alles zu betreiben, da treffen Sie jetzt jedes Unternehmen. Mhm. Jedes einzelne Unternehmen wird von der damit verbundenen Bürokratie getroffen. Auch Sie, auch ich, Sie, jeder. Um nachzuweisen. Also ob man am Ende damit nicht das Kind mit dem Bade wieder auskippt. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Hätte man es vernünftig gemacht, hätte man das noch branchendifferenziert organisiert. Haben Sie jetzt schon viermal gesagt? Ja, das kann man gar nicht oft genug sagen. Ja, kann man ja irgendwie doch nicht. Sekunde, ich wollte gerne Frau Sandberg... Hätten wir diese Probleme alle nicht. Ich wollte Frau Sandberg auch gleich, Frau Sandberg noch mal nach den Tricks in der Friseurbranche fragen. Man kann natürlich einen Friseur anstellen. Das haben Sie tapfer gemacht. Man kann allerdings auch einen Stuhl vermieten, und zwar an einen Selbstständigen. Hm. Glauben Sie, dass es immer mehr Selbstständige dann plötzlich im Friseurhandwerk geben wird, weil es immer mehr solcher Vermiet- und Untervermietverträge geben wird? Gibt es das? Gibt es Friseur? Absolut, ich sag's gibt's Ihnen. Gibt es das bei Ihnen? Ja, ja, das gibt es. Ich habe da keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das würde ich aber auch sagen. Ich glaube nicht, weil ich glaube, viele wollen einfach gar nicht selbstständig sein, wenn die gute Chefs haben. Also dann sind sie froh, dass sie sich nicht um sowas kümmern müssen. Mhm. Herr Fuchs, der Ball ist jetzt wieder bei der Politik. Wünschen wir, wir haben dann zusammen Schwarzarbeit, Zollbeamte insgesamt 6.400 und eine Hotline. Wird das ausreichen, dafür zu sorgen, dass alle sich an dieses neue Gesetz halten? Werden am Ende die Arbeitsgerichte genauso beschäftigt sein wie die Sozialgerichte, gerade in Deutschland mit lauter Hartz-IV-Fällen? Ist das die schöne bürokratische Zukunft? Frau Illner, wir haben in Deutschland wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viel, Herr Oppermann, helfen Sie mir, 800.000 Polizisten. Und trotzdem gibt es jeden Tag Bürger, die schnell fahren oder zu schnell fahren und weiß der Teufel was. Das wird es immer geben. Es gibt in jedem Bereich, nur nicht bei Journalisten, schwarze Schafe. Und in dem Moment, deswegen... Das ist aber jetzt echt. Deswegen machen wir uns bitte nichts vor. Es wird welche geben, die versuchen zu tricksen. Aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn wir so tun, als sei das ein typisches Phänomen bei Unternehmern, dass die ausschließlich tricksen würden. Das stört mich schon ganz gewaltig. Denn der normale Unternehmer macht seinen Job ehrlich und ernsthaft, stellt die Leute zu vernünftigen Tarifen ein. Und der Mindestlohn ist ja auch nicht unbedingt der Tarif, zu dem normalerweise die Bürger bezahlt werden, die Mitarbeiter bezahlt werden. Das ist ja die unterste Schiene. Also die ganzen Tarifverträge, die ich kenne, die sind weit, weit über dem Mindestlohn. Die sind im Metallbereich wahrscheinlich bei mehr als dem Doppelten. Das wissen Sie besser als ich. Und dann betrifft es also trotzdem am Ende 6 Millionen Menschen. Als wäre das ein Phänomen, dass die alle jetzt anfangen zu betrügen. Nein, aber es geht doch darum, wie man es vermeidet. Ein Minijobber, der 450 Euro im Monat bekommt, kann nach Adam Riese, Herr Oppermann, helfen Sie mir, Sie sind Schnellrechner, noch 53 Stunden im Monat arbeiten. Das heißt, er kann noch 13 Stunden in der Woche arbeiten. Wer kontrolliert eigentlich, ob dieser Minijobber nicht mehr arbeitet? Wer macht das? Wenn der Minijobber, schaffen das Ihre 1.400 Beamten? Wenn der Minijobber jetzt Zweifel hat, ob das bei ihm korrekt ist, dann kann er sich eben an diese Hotline wenden und dann kann er seinen Fall erklären und dann helfen ihm Leute und sagen ihm, das ist korrekt oder das ist nicht korrekt. Mhm. Hinterher ist er jedenfalls klüger. Ich finde, es geht gar nicht um Denunziantentum, Herr Kramer, das lehne ich auch ab. Sondern es geht darum, dass die Arbeitgeber, die, und das sind die meisten, die sich gegenüber ihren Arbeitnehmern korrekt verhalten, dass diese Arbeitgeber nicht die Dummen sein dürfen am Ende gegenüber denjenigen, die das nicht machen. Wir stellen also Wettbewerbsgleichheit her, indem wir sozusagen dafür sorgen,
dass diese Verstöße gegen die Arbeitsmarktregeln auch geahndet werden. Wie viele Kontrollen hatten Sie schon in Ihrem Unternehmen, Frau Sandberg, jemals erlebt? Noch gar keine. 3 Jahre erst bin ich dabei. Ja? Herr Lenk, jemals eine Kontrolle erlebt? In den letzten 15 Jahren 3 Stück. Okay, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie auch diese Hotline anrufen, wenn Sie von Ihrem Kollegen nebenan erfahren, dass der anders entlohnt? Ich will ja noch Rente haben irgendwann, oder? Sie wollen noch Rente haben? Ja. Okay, also wir fürchten selber Nachteile. Ja, also es ist natürlich trotzdem schwer, da anzurufen und jemanden anzuschwärzen, zumal es die eigenen Kollegen dann sind. Mhm. Also, ich weiß nicht. Okay. Herr Hoffmann, die Frage, werden zukünftig Sozialgerichte, also wie Sozialgerichte, auch Arbeitsgerichte mit solchen Fällen, mit solchen Klagefällen, genauso hoffnungslos überfordert sein wie im Falle von Hartz IV? Ich hoffe nicht, weil die Regelungen für den Mindestlohn sind eindeutig, dass auch Missbrauch eindeutig geklärt werden kann. Und von daher kann ich nur sagen, dass die Unternehmen sich jetzt Monate, jahrelang gegen den Mindestlohn gewehrt haben, zur Vernunft kommen, dass das, was jetzt gesetzlich verabschiedet wurde, auch angewandt wird. Aber es wird nicht ohne Kontrollen gehen. Das ist leider so. Und es ist gerade in den personenbezogenen Dienstleistungsbereichen so, dass die, die sich korrekt und richtig verhalten, den Nachteil haben. Und insbesondere denn die Beschäftigten den Nachteil haben in den anderen Bereichen, wo gesetzliche Regelungen nicht angewandt werden. Das können wir und wollen wir nicht zulassen. Deshalb sage ich, brauchen wir Kontrollen. Ich sage auch, wir brauchen nicht nur Kontrollen, sondern wir brauchen nach wie vor mehr Tarifverträge. Genau. Weil Tarifverträge regeln wir selber. Wir geben die Frage nochmal an die Politik, die hier vorhin aufgeworfen war, nämlich was ist eigentlich mit den Arbeitskräften aus Osteuropa, die mit dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz oder mit dem Arbeitnehmerentsendegesetz hier nach Deutschland kommen und in Größenordnung auch noch von Löhnen 3 Euro, 4 Euro leben. Sind die da drin? Also wird auch dieses neue Gesetz für internationale Arbeitnehmer gelten, weil auf deutschem Boden? Ja, na klar. Alle, die hier arbeiten. Auch die werden kontrolliert? Ja, natürlich, dafür ist ja diese neue Behörde geschaffen. Ja. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, sind fast alle Fragen beantwortet. wie war das so schön, der ehemalige Verkehrsminister Ramsauer? Herr Fuchs hat die flehentliche Frage gestellt, wer stoppt Andrea Nahles? Offensichtlich hat es die Kanzlerin nicht geschafft, Sie haben es auch nicht geschafft. Frau Illner, ich bin mit der Situation so, wie sie ist, einverstanden. Wir haben einen Kompromiss gefunden, wir haben Kompromisse machen müssen, das ist klar. Wir haben beim Koalitionsvertrag Kompromisse gemacht und das, was wir jetzt heute beschlossen haben im Deutschen Bundestag, entspricht dem Koalitionsvertrag. Wir haben Ausnahmen für die Bereiche, wo wir es für nötig erachtet haben, hinbekommen. Wir haben das Thema Langzeitarbeitslose lange diskutiert heute, wir haben die Praktikanten diskutiert, das war notwendig. Wir haben auch für die Saisonarbeiter was erreicht, das halte ich auch für notwendig. Okay. Aber machen wir uns nichts vor, der Mindestlohn war so vereinbart im Koalitionsvertrag. Und ich halte es für korrekt, dass wir als Koalitionäre dann auch die Verträge, die wir geschlossen haben, einhalten. Herr Kramer, erkennen. Erkennen Sie die CDU noch wieder? Naja, also wir haben jetzt hier 6 Monate große Koalition und die setzen das um, was die im Vertrag beschlossen haben. Und da kann ich nicht jeden Schritt von teilen, das wird mir keiner übel nehmen, hoffe ich. Mhm. Aber die CDU wird hoffentlich noch weitere Punkte haben, die dann auch der Volkswirtschaft... Dass Arbeitsplätze kostet und dass das auch Arbeitsplätze kostet in einer Größenordnung, die 6-stellig ist? Also da sollen wir mal die Diskussion vom Kopf auf die Füße stellen. Wir haben in 21 Ländern der Europäischen Union den Mindestlohn. Und wir haben in allen Ländern die Erfahrung gemacht, dass der Mindestlohn keine Arbeitsplätze vernichtet. Deshalb sage ich, das Frankreich? Wird auch in Deutschland nicht der Fall sein. 9,53 €? Aber da haben wir doch keine Arbeitslosigkeit. Aufgrund des, aber doch nicht aufgrund des Mindestlohns. Die das doch bitte überhaupt nicht. Und es gibt wirklich nur genügend seriöse Studien, die dieses unter Beweis stellen. Wenn ich sage, wir müssen die Diskussion vom Kopf auf die Füße stellen, dann heißt das, wir brauchen auch eine Debatte über den Wert der Arbeit. Das heißt, dass die Menschen von ihrer Arbeit, von ihrer täglichen Arbeit auch am Ende des Tages halbwegs vernünftig leben können. Und man kann ja nun nicht behaupten, dass 8,50 Euro ein besonders gutes Auskommen sind, schon gar nicht, wenn man eine Familie davon ernähren muss. Das reicht gerade mal für eine Einzelperson. Deshalb sage ich, wenn wir in dieser Republik wirklich der sozialen Marktwirtschaft einen neuen Stellenwert geben wollen, dann muss es auch bedeuten, dass Arbeit ihren Wert hat, dass Arbeit entsprechend bezahlt wird und dann entsteht auch die entsprechende Nachfrage, die Kaufkraft. Sie wissen es nicht, ich war im letzten Sommer in Rostock gewesen, ich war auch bei Ihnen gewesen und ich finde es beispielsweise klasse, Herr Lenk, dass Sie ja einer der wenigen Gastronomen sind, die überhaupt auch nach Tarifverträgen bezahlen.
Weil das ist doch das Problem, dass viele einfach nicht nach Tarifvertrag bezahlen. Und da wundere ich mich eigentlich, weil sie nach Tarifvertrag bezahlen. Sie hatten ja Mitte Mai ein Treffen gehabt, der DEHOGA, der Wirte in Rostock, und haben die kritische Lage diskutiert. Ich hätte mir gewünscht, wenn sie da engagiert rangegangen wären, hätten gesagt, wir warten nicht darauf, dass es eine generelle Ausnahme gibt für die Gastronomie, sondern wir nehmen das Angebot an, mit der Gewerkschaft NGG an den Verhandlungstisch sich zu setzen, dass wir einen Tarifvertrag abschließen, weil das ist das, was wir wollen. Wir wollen doch nicht den Mindestlohn und damit sozusagen behaupten, wir hätten die Probleme gelöst. Wir wollen, und das ist ja auch im Gesetzespaket drin enthalten, Gott sei Dank, wir brauchen eine Stärkung der Tarifvertragsparteien, der Arbeitgeber und der Gewerkschaften, damit wir Tarifverträge abschließen können, auch für die Branche, in der Sie gute Arbeit machen, das kann ich ja bestätigen. Ja. Und der Tarifvertrag regelt doch noch mal viel mehr als nur die unterste Lohnsumme. Sondern Urlaub, da geht es um Arbeitszeiten Dinge. Und viele andere Dinge. Herr Lenk, ich übersetze mal. Eigentlich will er Ihnen sagen, Sie sind schuld. Genau, so habe ich es verstanden. Ja. Und er kommt mit einer ziemlichen Keule, nämlich mit der Würde von Arbeit. Genau. Ist das in Ihren Augen ein Argument, dass Arbeit auch eine Anerkenntnis für Leistung darstellen muss? Sicherlich, sicherlich. Aber 8,50 Euro bekommt ja auch der, der am Wochenende dann frei macht oder krank macht. 8,50 Euro bekommt jeder. Und das ist ja das... mein Problem, dass die, die wirklich Leistung vollbringen, auch gelernt haben, weit, weit mehr bekommen müssen. Und, und das ist natürlich in so einer Region wie MV oder Mecklenburg-Vorpommern schon schwieriger als in Bayern. Also dann gucken wir uns mal die Menschen an, die nun in Zukunft in den Genuss dieser 8,50 Euro kommen werden. 3,7 Millionen sind es insgesamt. Und natürlich ist es eine Binse, dass man in unterschiedlichen Branchen dieses Landes unterschiedlich entlohnt wird. Nur noch mal so zur ganz groben Orientierung ein paar Beispiele. Letzte ist natürlich mehr ein Goodie. Herr Fuchs, es gibt eine 90-prozentige Zustimmung der Deutschen zu diesem Mindestlohn. Hat diese Zustimmung auch etwas damit zu tun, dass die Schere zwischen oben und unten größer geworden ist? Glaube ich nicht. Die Schere zwischen oben und unten ist ja gerade in den letzten 2-3 Jahren etwas wieder geschlossen worden. Das hat sich ja verändert. Mhm. Das zeigt ja, dass wir eine gute wirtschaftliche Situation in Deutschland haben. Denn die Löhne sind in den letzten 2-3 Jahren erstmalig und Gott sei Dank wieder deutlich über der Inflationsrate gestiegen. Und deswegen hat sich die Situation verbessert. Um 2%. Deswegen kann man dieses auch nicht so betrachten. Sie glauben, dass das nicht der Grund ist, warum die Menschen in einem solchen... Nein, ich meine, das Argument von Herrn Kramer haben Sie ja gehört, und Sie haben auch das Argument von Herrn Hoffmann gehört, dass man von seiner Arbeit leben muss. Das ist völlig in Ordnung, das sehe ich genauso. Mhm. Nur eins möchte ich ein bisschen zurückweisen, beziehungsweise richtigstellen. Es sind nur 55.000 Leute, die Vollzeit arbeiten und Single sind und zusätzlich noch irgendwelche sozialen Leistungen beziehen. Mhm. Von über 30 Millionen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Also das ist nicht wirklich eine gewaltige Summe. Es gibt jede Menge, die zusätzliche Leistungen, Sozialleistungen beziehen. Die arbeiten dann aber unter Umständen nicht Vollzeit oder sie haben viele Kinder oder was auch immer. Das kann man, glaube ich, nicht in einen Topf schmeißen. Wichtig ist die Zahl, dass nur 55.000 Leute, die Zahl ist von heute, ich habe das extra noch mal nachgefragt, in Vorbereitung auf Sie perfekt, heute. Perfekt, klar, das ist auch selbstverständlich. Vorbereitete Gäste haben wir besonders gern. Ja, natürlich. Und es sind 55.000 Leute, die aufstocken, obwohl sie Vollzeit arbeiten, wenn sie Single sind. Gut, dann haben wir auch diese Zahl noch nachgereicht. Die gleiche Frage geht an Herrn Kramer. Herr Kramer, um wie viel wird die Scholle jetzt bei Ihnen teurer werden? Es wird sicherlich so an die 20% werden. 20% Preisaufschlag. Das hat aber alleine ja auch nichts nur mit dem Mindestlohn zu tun, sondern auch mit den ganzen drumherum, weil es gibt ja auch viele Lieferanten und Firmen, die ja auch schon die Preiserhöhung angedroht haben. Mein Bäcker, der ja frisch liefert, wird ja auch sein Brot erhöhen müssen. Mhm. Die Wäscherei hat die Preise angezogen. Und Entsorgung kostet mehr mittendrin, 5%. Und das sind ja noch mal 15-20%, die ich auch noch zu tragen habe. Ja. Und dann kommt der Mindestlohn dazu. Wobei ich ja eher die Angst habe, wenn schon der Ungelernte dann 8,50 Euro bekommt, wird mein Facharbeiter sagen, dann würde ich schon gern 10 haben wollen. Plus die Zuschläge. Dann wird aber auch die Mitarbeiterin, die schon 10 Jahre im Unternehmen ist, sagen, dann würde ich gern 13 haben wollen. Und dann sagt der Koch in der Küche, wenn sie 13 hat und ich habe kein Trinkgeld, dann nehme ich 15. Und dann wird auch der Küchenleiter irgendwann zu mir kommen und wird sagen, der Abstand muss gewahrt sein, ich möchte natürlich dann auch gern 20. Das heißt, mit welchen Lohnkosten kalkulieren Sie grob? Ich denke mal, dass ich an die 4.000 Euro netto drauflegen muss, weil ja auch die Lohnnebenkosten mit dazukommen. Und das ist natürlich, um netto einzuspielen, schon eine Menge, die ich am Umsatz mehr machen müsste.
Aber ich befürchte eher, dass ein kleiner Rückgang kommen wird aufgrund der Preiserhöhung. Mhm. Und müssen Sie Menschen entlassen? Menschen? Mhm. Ich denke mal, eigentlich müsste ich, um die 4.000 Euro zu kompensieren, müsste ich eigentlich zwei Mann entlassen. Und den Rest müsste ich irgendwie kompensieren, wie auch immer. Glauben Sie trotzdem, dass Sie eine Zukunft haben? Klar, Sie sind ein optimistischer Mensch. Denke ich mal, das sieht man. Ja. Wir werden kämpfen. Aber es wird halt nicht einfacher. Und Gastronomie war schon immer nicht einfach. Also es ist natürlich, vor 10 Jahren hat es noch richtig Spaß gemacht. Es wird halt langsam, naja, wenn am Ende für mich nur 8,50 übrig bleiben würde, wäre es natürlich super. Sagt Herr Lenk und Frau Sandberg, wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Und bitte kommen Sie mit in die Runde. Und damit gehen wir schon in medias res. Herr Oppermann. Ein klares Bild. Also, Frau Sandberg schafft das mit dem Mindestlohn in der Zukunft offensichtlich ganz gut. Bei Herrn Lenk sieht es ein bisschen schwieriger aus. Sagen Sie einfach Pech gehabt und auch Pech gehabt für die gegebenenfalls zwei Mitarbeiter, die dann nicht mehr in dieser Firma sind? Ja, ich hoffe, dass es beide schaffen. Der Mindestlohn, den wir in dieser Woche im Bundestag, also heute, verabschiedet haben, das ist ja schon eine Grundsatzentscheidung, eigentlich eine historische Zäsur in der Entwicklung unserer sozialen Marktwirtschaft. Denn da gibt es ja die Grundregel oder das ungeschriebene Versprechen, dass alle, die sich anstrengen, auch wenn sie den ganzen Tag arbeiten, genug verdienen können, um davon leben zu können. Und wenn Leute 5, 6 oder 7 Euro verdienen, ganztags arbeiten, dann müssen sie am Ende des Monats zum Sozialamt. Und wenn das so ist, dann stimmt was nicht in unserer Wirtschaftsordnung. Und deshalb haben wir heute sozusagen diesen Konstruktionsfehler beseitigt. Es gibt jetzt eine Grenze, unter die niemand mehr gedrückt werden kann. Von da an geht der Blick der Arbeitnehmer nur noch nach oben. Ob man auch von diesem Mindestlohn leben können wird, werden wir auf jeden Fall heute noch diskutieren. Der neue DGB-Vorsitzende, Herr Hoffmann, ist bei uns. Herr Hoffmann, ich habe das eingangs in der Anmoderation gesagt, wer bisher 3 Kellnerinnen pro Schicht hatte, warum soll der sich nicht von einer trennen und von den anderen beiden wünschen, dass sie ein bisschen schneller laufen? Also ich glaube, dass wir mit dem Mindestlohn nicht die Gefahr ausgesetzt sind, dass wir Arbeitslosigkeit produzieren. Deshalb glaube ich auch nicht, dass unbedingt entlassen werden muss. Erstmal, glaube ich, müssen wir feststellen. Sie glauben das? Na, ist ja schön. Ich kann das auch begründen. Das ist erstmal ein guter Tag für 5 Millionen Menschen, die in diesem Land, und Herr Oppermann hat es gesagt, unter 8,50 Euro arbeiten. Und das verträgt sich nicht mit einer sozialen Marktwirtschaft. Deshalb glaube ich, ist es schon wichtig, dass Arbeit seinen Wert hat, dass die Menschen von ihrer Arbeit dann auch halbwegs vernünftig leben müssen und dass wir damit natürlich auch einen Beitrag leisten, dass wir gerade in dem personenbezogenen Dienstleistungsbereich, in der Gastronomie, im Friseurhandwerk, dass wir gleiche Wettbewerbsbedingungen haben, dass eben die Konkurrenz nicht zulasten der Arbeitnehmer ausgetragen werden muss und dass sie dann auch in der Lage sind, vernünftige, gute Löhne zu zahlen, mindestens allerdings 8,50 Euro. Okay, gleich neben Ihnen sitzt der neue Arbeitgeberpräsident. Sie sind von vor einem halben Jahr in dieses Amt gewählt worden, ja. Herr Kramer. Auch gleich die Eingangsfrage an Sie. 8,50 Euro für ein Zimmermädchen, wenn das Hotel in der Übernachtung 200 Euro kostet, ist das nicht eigentlich irgendwie total fair? Wo soll da das Problem liegen? Das Problem liegt darin, dass die Kosten eines Hotels nicht nur am Zimmermädchen hängen, sondern an dem Gesamtobjekt. Also die Frage wird am Ende immer sein, sind die Kunden bereit, die höheren Preise zu bezahlen? Das ist bei Ihnen so und das ist bei Ihnen so. Sie haben scheinbar ein Modell gefunden, wo Sie das gut hinkriegen. Das ist unternehmerisch super, kann ich nur sagen. Wieder mit dabei sind nach einer kurzen Fußballpause, die wir hatten, und gleich mit einem innenpolitischen Thema. Wenn ein Hotelzimmer 200 Euro die Nacht kostet, warum sollte es dann nicht möglich sein, einem Zimmermädchen 8,50 Euro zu zahlen? Aber warum sollte der Hotelmanager das Zimmermädchen nicht entlassen und seine verbliebenen Kollegen für 8,50 Euro die Stunde ein bisschen schneller rennen lassen? Er kann die Mehrkosten natürlich auch dem Gast aufbrummen. Wer 200 Euro zahlt, zahlt vielleicht auch 250. Aber kann man so in allen Branchen kalkulieren? Einige Geschäftsmodelle werden mit einem Mindestlohn kaum mehr funktionieren. Arbeitsplätze werden verloren gehen, sagen die Unternehmer. Um die sei es gar nicht schade, sagen die Gewerkschaften. Sie werfen der Regierung vor, den Mindestlohn mit vielen Ausnahmen durchlöchert zu haben wie einen Schweizer Käse. So ärgern sich die einen über die Löcher, die anderen ärgern sich über den ganzen Käse. Und wir reden deshalb heute mit diesen Gästen. Lilly Sandberg hat einen Friseursalon in Berlin und sagt, fairer Lohn zahlt sich aus. Unser Handwerk wird jetzt endlich wieder aufgewertet. Timo Lenk,
Der Gastwirt aus Rostock sieht das ganz anders. Der Mindestlohn bedeutet für mich mehr Personalkosten und 15% höhere Preise. Ich weiß nicht, ob ich geschäftlich überleben werde. Michael Fuchs, der CDU-Wirtschaftspolitiker, sagt, dieser Mindestlohn ist für viele Betriebe eine große Belastung. Es ist gut, dass wir Übergangsregelungen und Ausnahmen im Gesetz durchgesetzt haben. Rainer Hoffmann, der neue DGB-Vorsitzende, fordert, das Gesetz muss für alle gelten. Wir kämpfen dafür, dass es keine Ausnahmen gibt. Ingo Kramer, der Arbeitgeberpräsident, kritisiert, der Mindestlohn für alle Branchen und Regionen ist falsch. Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist gefährdet. Und Thomas Oppermann, der SPD-Fraktionschef, findet, dieses Gesetz ist ein historischer Durchbruch. Für viele ist der Mindestlohn die größte Gehaltserhöhung ihres Lebens. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Ja, liebe Zuschauer, spätestens 2017 soll es 8,15 Euro pro Stunde für alle geben. Über die Ausnahmen werden wir gleich noch reden. Die Politik beschließt es, die Unternehmer müssen es erst einmal bezahlen. Ob und wie das bei Ihnen geht, darüber reden wir jetzt mit Timo Lenk und Lilly Sandberg. Frau Sandberg, Sie haben hier in Berlin einen Friseursalon mit 5 Angestellten. Was kostet bei Ihnen so ein Haarschnitt und was zahlen Sie Ihren Mitarbeitern? Herren 28, Damen zwischen 33 und 41. Farbe zwischen 35 und 78. Also da gibt es ja völlig verschiedene Sachen. Ja. Und Sie zahlen Ihren Kollegen? 57 plus Provision. Zwei davon, also zwei Vollzeitkräfte, die sich jetzt lange bewährt haben und wo ich sehr viel drauf setze, weil ich von denen total abhängig bin. Und zwei neuere, die noch nicht ganz so, muss ich noch aufpassen, ist noch bei 6,50 plus Provision. Ja, und noch kann man natürlich in dieser Stadt sich für 7 Euro die Haare schneiden lassen. Wie setzen Sie sich eigentlich gegen diese Billigkonkurrenz durch? Durch Qualität, Charme, Witz. Ich achte darauf, dass die Leute gut ausgebildet sind, dass die gut aussehen tatsächlich auch. Also, weil es geht ja um Stil und es ist ja die Modebranche eben auch irgendwie. Dass sie sich vernünftig ausdrücken können. Also es gibt nicht so viele Leute mehr in der Branche, die noch so adäquat so ein Auftreten haben und so eine Ausbildung haben und das noch liefern können. Einfach ein deutlich bessere Qualität, wo man einfach mehr Lust drauf hat und das durchaus zahlen kann. Mhm. Und, was glauben Sie, was passiert mit diesen Billiganbietern, wenn jetzt der Mindestlohn kommt? Entweder die müssen aufstocken, also teurer werden, oder eben klappt nicht mehr. Und wo werden die Kollegen dann von diesen Firmen ihren nächsten Job finden, meinen Sie? Ich hoffe, bei mir tatsächlich, weil ich hoffe, dass ich da dann unter den Leuten, die oft schlecht ausgebildet und vor sich hin dümpelnd da irgendwie lohnsklavenmäßig mies gelaunt Jahre verbracht haben und nicht besonders gut sind, gibt es auch noch welche, die wirklich gut sind und die vielleicht gar nicht auf die Idee kamen oder die da irgendwie in ihrem Trott waren. Und die werde ich mir dann rausfischen und weil ich ja schon so ein Level habe, was ich halten kann sozusagen, werde ich einfach nur davon profitieren. Mhm. Aber nicht nur ich, sondern natürlich auch die Angestellten. Und also hoffen Sie, dass sich mit diesem Mindestlohn für Sie tatsächlich eher Positives ergibt? Anders sieht es der Mann neben Ihnen, Timo Lenk. Sie sind Gastwirt aus dem schönen Rostock. Nettes Restaurant an der Promenade. 16 Angestellte insgesamt. Wie bezahlen Sie die und was fürchten Sie, dass mit dem Mindestlohn passiert? Also ich bezahle ja auch schon 7 Euro, 7,50 Euro. Dazu kommen noch Zuschläge für Feiertagszuschlag. Ja. Was ja auch nicht unerheblich ist, damit es aber auch attraktiv ist für die Gastronomie überhaupt. Und es gibt natürlich auch noch freies Essen. Und allen um allen ist es, denke ich mal, auch schon mehr als 8,50 Euro. Mhm. Differenzieren, unterscheiden, was ist zulässig, was kann der Markt in dieser Region vertragen und das dann sukzessive aufstocken, damit wir dahin kommen, wo die Mitarbeiter hin möchten und wo der Unternehmer, der Gastronom, es noch bezahlen kann. Der Bürger fragt sich ehrlich gesagt gar nicht das, sondern irgendwie beispielhaft will Ottmar Kurz gerne sagen, mehr Kosten von knapp 10 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft. Falsche Frage. Wieso die Wirtschaft? Der Kunde zahlt die Zeche. Die Mehrkosten werden natürlich abgewälzt. Also, und damit ist die Frage natürlich auch bei den Unternehmen und bei Kleinunternehmern wie Sie, Frau Sandberg, am Ende werden Sie auch Ihre Preise erhöhen? Nee, weil ich ja schon realistische Preise habe. Sie sind schon in der Preisklasse. Ja, das war schon von Anfang an eine gute Basis, die irgendwie klug war und die sofort aufgegangen ist und die Leute auch gespürt haben. Ja. Weil
weil es einfach ehrlich so ist. Mhm. Es ist einfach ehrlich. Und ja, Entschuldigung, aber es gibt natürlich auch deutlich teurere und die haben dann wieder Probleme. Aber gut. Und ist für Sie denn dieses Argument einleuchtend, dass wenn die Menschen mehr Geld in der Tasche haben, eben auch Menschen mit geringen Einkünften, dass die mehr konsumieren werden und also auch mehr Geld ausgeben werden? Hoffen Sie denn auf neue Kunden? Ja. Mhm. Okay. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Lenk? Glauben Sie, dass es was ändern wird an Ihrer Kundschaft? Ich glaube, dass die sicherlich zum Friseur gehen, aber das werden sie sich nicht sparen. Aber sie werden natürlich in der Gastronomie schon sparen. Die Mitarbeiter werden zwar mehr Geld haben, aber effektiv nicht mehr in der Tasche, weil alles teurer wird. Und sie werden auch nicht meine neuen Kunden. Es wird kein Gast zu mir kommt, der 8,50 Euro verdient und bei mir einkehren. Das glaube ich nicht. Sie glauben, dass der Cappuccino, wenn er bei Ihnen teurer wird, eben nicht mehr bei Ihnen gekauft wird, sondern die Leute den sich schön zu Hause anrühren? Das geht ja auch, ja. Ungefähr so. Herr Fuchs, Sie haben es schon gesagt. Wie groß ist eigentlich Ihre Sorge, dass Sie dem gesamten Osten einen echten Bärendienst erweisen mit dem, was da jetzt als Gesetz kommen wird? Sicherlich nicht der gesamte Osten. Wir haben ja auch im Osten beispielsweise Metalltarifverträge etc. Das sind deutlich höher. Unternehmen im Osten, die weit über den 8,50 Euro liegen. Ja. Also wir wollen das jetzt bitte nicht so schwarz malen. Es wird aber bestimmte Bereiche geben und man muss natürlich eins sehen, direkt an der polnischen Grenze, direkt an der tschechischen Grenze. In Polen ist der Mindestlohn, ich glaube, 2,30, in Tschechien ist er 2,75. Da kann es zu Wettbewerbssituationen kommen, da kann es auch zu kritischen Situationen kommen. Kritische das Situation ist nett umschrieben. Die kritische Situation heißt, dass genau das passieren kann, was Herr Lenk ja eben selber gesagt hat, dass es zu Entlassungen kommen kann. Das müssen wir beobachten. Wir haben ja Gott sei Dank in Deutschland eine hervorragende Situation im Moment. Wir haben noch nie so eine niedrige Arbeitslosigkeit gehabt wie jetzt. Wir haben faktisch in vielen Bereichen Deutschlands keine Jugendarbeitslosigkeit. Da kann man einfach nur happy sein drüber. Das ist wirklich erfreulich und lassen Sie mal dieses auf uns insgesamt wirken. Aber wir wollen ja nun alles Mögliche tun, damit das nicht wieder sich in die andere Richtung entwickelt. Und genau das ist jetzt die Aufgabe, zu prüfen, ob das passieren könnte. Und trotzdem kann es natürlich geschehen, weil, ja. Herr Oppermann, kleine Betriebe haben natürlich nicht die Chance, einfach das Land zu verlassen und sich nach diesen preiswerteren Löhnen zu orientieren. Der Vorwurf lautet, und der Vorwurf lautet auch an Sie, diese große Koalition macht eine Politik für Großkonzerne und für Großbetriebe. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, man muss unterscheiden. Es gibt kleine Unternehmen, die haben objektive Schwierigkeiten. Da muss man gucken, wie sie die bewältigen können. Und da gibt es natürlich auch Geschäftsmodelle, die sind von vornherein darauf aufgebaut, dass die Arbeitnehmer nur 5,50 Euro verdienen. Und ich finde, solche Geschäftsmodelle, die haben in der Tat in Zukunft keine Berechtigung mehr, weil die Steuerzahler das aufstocken müssen und weil Frau Sandberg zum Beispiel darunter leidet, wenn man die Haare für 5 Euro geschnitten bekommt, denn dann haben sie... Das ist die große Konkurrenz. Das ist ihre Konkurrenz. Klar, nicht die anderen. Wenn auch diese Wettbewerber von Ihnen jetzt den Mindestlohn von 8,50 Euro zahlen müssen, haben sie in der Tat die Chance, dass sie dann sagen, okay, dann bin ich sowieso mehr zahlen muss, dann gehe ich lieber dahin, wo die Qualität besser ist. Und dann gibt es eben auch erstmal gegebenenfalls mehr Arbeitslose auf dem Markt? Gut, aber wenn jetzt wiederum andererseits durch die Erhöhung der Kaufkraft, das ist ja immerhin mindestens 10 Milliarden Euro, die an zusätzlicher Kaufkraft entsteht, die kommt ja auch wieder in den Markt und die schafft neue Arbeitsplätze. Bei Ihnen, Herr Lenk, hoffe ich natürlich, dass Sie so gut kochen können. Ich hoffe das von ganzem Herzen, dass die Gäste bereit sind, den Aufschlag zu bezahlen. Ich meine, wem das in Rostock zu teuer ist, der wird deshalb nicht zum Essen nach Polen fahren. Dazu ist es denn doch zu weit. Die aber direkte Konkurrenz haben Sie nicht. Der Kedere kommt von Polen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit in einer Feierscheune. Es gibt da so Gebäude überall, wo man dann so einfach die Kiste Bier mitbringt und selber feiern kann. Und das steht in keinem Verhältnis. Und das wird leider dann passieren, dass bei mir keiner mal feiern wird. Da ist das Argument noch mal aufgegriffen. Die Gewerkschaft sagt, Herr Hoffmann, dass Sie sich grundsätzlich gegen diese Dumpinglöhne wenden. Auch um den Preis, dass... Hoffentlich klappt es. Drücke Ihnen die Daumen. Klappt auf jeden Fall. Ja, Herr Lenk hat da noch Herr Lenk hat da Sorgen in Rostock. Das Problem wird einfach sein, kriegen wir für alle, die diese höheren Löhne bekommen, was ja jedem wünschenswert ist, kriegen wir für alle auch hinterher am Markt bei den Kunden, die ins Restaurant kommen, zum Friseur kommen, wo auch immerhin, die Preise, die man dafür erzielen muss. Und das ist sozusagen der Punkt, wo es offen ist und wo keiner uns eine Garantie geben kann. Herr Fuchs, Sie sind Unternehmer, nicht nur, sondern auch ein wichtiger Politiker
auch innerhalb des Wirtschaftsflügels der Union, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union. Ist es für Sie eigentlich ein Gewissensproblem zu sehen und zu hören, dass jemand wie Herr Lenk nicht nur in der Gefahr steht, seine Preise erhöhen zu müssen, sondern auch in der Gefahr steht, Menschen entlassen zu müssen und wenn er es nicht schafft, auch pleite zu gehen? Das war ja einer der großen Diskussionspunkte, die wir mit den Kollegen von der SPD während der Verhandlungen jetzt hatten, dass wir gesagt haben, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller ist, dass wir zumindest eine Differenzierung Ost-West machen. Es ist natürlich klar, dass Herr Lenk in Rostock unter Umständen ganz andere Löhne zu zahlen hat, als wir beispielsweise im Westen. Ich komme aus Koblenz, ich habe mal so im Tarifarchiv der BDA geforscht, Herr Kramer, da ist kein einziger Tarif in Rheinland-Pfalz mehr unter 8,50. Also insofern ist das bei uns wahrscheinlich ein wesentlich geringeres Problem als im Osten, wo die Löhne halt einfach deutlich niedriger sind und die Konkurrenz direkt daneben. Wie weit ist es nach Polen von Ihnen? Nicht weit. Ja, gar also nicht weit. Mit der Sicherheit nicht weit, durchaus. Aber die Frage ist natürlich, wie das ist halt ein größeres Problem. Ist natürlich trotzdem die Frage, wie helfen Sie ihm und überzeugt es Sie, Herr Lenk, zu sagen, ja, ist jetzt halt so. Na, wir haben ja klar gesagt, und da ist ja der Kollege Oppermann mit mir auch einig, dass wir das Ganze evaluieren. Wir wollen ja auch das. Schönes deutsches Wort bedeutet, wir werden die Folgen betrachten, und zwar hoffentlich schon in 2 Jahren. Und wir erwarten natürlich auch von BDA und DGB, von Ihnen beiden, dass Sie bei der weiteren Festlegungen der Mindestlöhne genau das Problem mit beobachten. Es kann nicht sein, dass wir im Osten Arbeitsplätze vernichten. Das ist nicht unser Ziel und darf es auch nicht sein. Die Gefahr ist groß, Herr Hoffmann. 10 Milliarden, so kalkuliert die Ministerin, wird der Mindestlohn die Wirtschaft insgesamt kosten. Ist das ein Betrag, mit dem Sie auch rechnen? Es ist schwer zu kalkulieren, aber es sind ja nicht nur Kosten, sondern damit wird sozusagen Einkommen generiert, damit können die Menschen konsumieren. Das hilft beispielsweise der Gastronomie oder aber auch dem Friseurhandwerk. Deshalb leisten wir mit einer Anhebung der untersten Lohnstufe auch einen Beitrag für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in Deutschland. Da haben wir eine Schwäche, gerade im europäischen Vergleich. Deshalb sage ich, das sind nicht nur Kosten für die Unternehmen, sondern es sind auch potenzielle Einnahmen, weil die Menschen dann auch mehr konsumieren können. Sind es aber zunächst irgendwie auch erst einmal Löhne, die boshafte Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern vorenthalten haben? Ich will gar nicht mal sagen, dass es boshafte Arbeitgeber sind. Das Problem ist leider in diesem Land, dass wir immer mehr Arbeitgeber haben, die erstens nicht in einem Arbeitgeberverband organisiert sind. Der Tarifvertrag erfasst in Deutschland nur noch 60% der Arbeitnehmer. Und wir haben leider, Herr Kramer kennt meine Kritik, auch die Praxis bei den Arbeitgeberverbänden, dass ich Mitglied werden kann, ohne dass ich an den Tarifvertrag gebunden wäre. Wenn wir das als Gewerkschaften machen würden, hätten wir überhaupt gar keine Mitglieder, weil das würde keinen Sinn machen. Wir brauchen starke Arbeitgeberverbände, damit wir gerade auch in dem Bereich, wo geringe Löhne gezahlt werden, eine Tarifbindung hinbekommen. Dann hätten wir auch das Problem mit dem Mindestlohn nicht oder zumindest nicht in dem Ausmaß, dass heute fast 5 Millionen Menschen davon betroffen sind. Die Ungerechtigkeit bisher, Herr Kramer, war, dass Menschen, die in diesem Niedriglohnsektor gearbeitet hatten, die sogenannten Aufstocker waren. Da haben wir alle, der Steuerzahler, bezahlt, dass sie ein wenigstens einigermaßen das Auskommen im Monat haben. Ist also nicht eigentlich auch in Ihren Augen dieser Mindestlohn eine ziemlich faire Sache? Wenn der Mindestlohn von den Kunden hinterher getragen wird, dann kann das funktionieren. Aber das ist ja gerade das Buch mit 7 Siegeln, das wir alle nicht wissen. Mhm. Die Kunden zahlen am Ende den Preis. Und wenn den Kunden die Leistung bei Herrn Lenk genauso viel wert ist, wie bei Ihnen auch hinter diesen Aufschlag zu bezahlen, dann geht die Rechnung der Großen Koalition auf. Das Problem ist nur, dass nicht unberechtigte Sorgen bestehen, dass das eben nicht überall funktioniert, sondern wie bei Herrn Lenk die Sorge besteht, der ein oder andere, von dem wird er sich trennen müssen, damit er sein Lokal nicht schließen muss. Das ist das Problem. Und an der Stelle haben wir den Kern des Problems dieses Mindestlohns. Wir Arbeitgeber schließen ja jedes Jahr Verträge über Mindestlöhne ab. Wir haben etwa 15.000 Tarifverträge und jeder dieser 15.000 Tarifverträge, die wir mit der Gewerkschaft vereinbaren, hat einen Mindestlohn. Jeder. Wir haben jetzt aber einen von der Politik verordneten einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn, der nicht mehr das macht, was wir sonst machen, nämlich nach Branchen und Regionen.